aber auch Möbel weg. Mhm. Meine Fresse. 0. Was geht ab, Freunde? Where is my phone, man? Hier. Oh, Digga, überall liegt diese Scheiße hier. Nichts kann man hier aufnehmen. So Leute, wir sind jetzt online. Ja. Mann, er ist schon wieder. Das ist nicht schlimm. richtig schlimm mit dem Typen. Wir haben eine Spende reinbekommen. Ehre. Freunde, wart ganz kurz. Ich muss hier ein paar Sachen nur einstellen. Ich bin gleich für euch da. Also, ich bin für euch da. Nur auf den Chat kann ich noch nicht so krass eingehen. Ach schon. Mhm. Na, wo? Wir haben vorhin schon, Freunde, 5 Stunden haben wir auf deinen Kanal, auf deinen Twitch-Kanal gestreamt. Das ist richtig krank, ey. Link kopieren, wups die wups, zack, lass knacken, einsetzen, rein in die Olga. So ein starkes Thumb, mehr Hilfe. Hört auf zu spenden. So. Moin Meister. Was geht ab? Ende. Mhm. Mhm. Was geht ihr Jungs? Nichts. Wir sind gerade dabei wieder mal hier. Jetzt sind wir 28-2. John soll mal in Discord kommen, ich glaube, das ist kein guter Zeitpunkt. Kein guter Zeitpunkt. Geh mal aus dem WLAN raus, please. Darf ich dir mal mein Team schicken? Meine Teambewertung ist ein bisschen lost bei so einem Streams hier. Server sind heute der größte Rotz. Hört sich schon geil an. Wieso kein guter Zeitpunkt? Weil die heute verloren haben und daher auch eine Vorgeschichte war. Also momentan ist ein bisschen kritisch da. Habt ihr das Spiel gesehen? Habt ihr Dortmund gesehen, Freunde? Wer hat denn Dortmund verarscht? Hol dein Objekt ab, ja, ja. Alter, 15 Stück, ne. Houston Rockets sind Ehre. Mhm. Ich kenne mich aber nur aus mit Basketball. Pascal Stör haut einen Sub raus. Herzlich willkommen in der Eli Army. Sydney Army. Ihr werdet alle geblockt, die das reinschreiben. Sydney Army, was geht ab? Jans Tor, achso, ich habe das Tor nicht gesehen. Ich habe nur mitbekommen, dass sie sofort irgendwie 2 Gegentore in 2 Minuten bekommen haben. Ich esse eine Pizza Thunfisch. Sydney Army, Sydney Army. Es sind immer nur die Mods, die das reinschreiben. Sydney Army. Mhm. Kannst du dein Setup zeigen? Wir sind bei Sydney zu Hause, Freunde. Kannst du zeigen, bitte? Ja, kannst du zeigen. Jans Tor war aus 31 Metern. Was laberst du, du Knecht? Ne? Nur Mods haben das reingeschrieben, du Arschloch. Lass es dir schmecken. Was? Pizza Thunfisch, Freunde, von Domino's Pizza. Product Placement. Gut. Ist so. Dann holst du dir De Jong gar nicht.
EMP Dynamic haut oder macht ein Upgrade aus auf dem VIP-Sub. Irre, Mann. Danke. Irre, Mann. Leute. Und jetzt machen sogar ein Upgrade auf Azu. Azu. Vorne da? Irre, Mann. Dankeschön dafür, für den Support. Also so. Vorne da? Einfach mit Zahnbürste auf Thumbnail, lol. Ja, von Sydney, ist heute Morgen. So. Achso. Ist gut. Kannst du PD empfehlen? Geht so. Ja, war gut, aber Freunde, dieses 4 Sterne Refood. Zahnbürste auf dem Thumbnail. 24 Uhr. Wer von euch war vorhin in Sydney Stream? Leute, wir haben vorhin auf Sydneys Kanal 5 Stunden oder so gestreamt. Doch, 5 Stunden. Und jetzt nochmal auch 3-4. Ich, eins in den Chat. Nur Ehrenmänner waren da. Die anderen sind Arschlöcher. Eigentlich waren die alle da. Na, alle waren da. Der Zukunft. Kraft in YouTube war da. Kraft in YouTube war auf jeden Fall da. Mein Zug hatte wirklich keine Bremse. Wir hatten keine Bremse. Hi Mika. YouTube heißt es so wie bei Instagram und Co. Liane in der Hose, danke schön für den Sub. Leute, Junge, jede dritte Frage ist Spielzeit immer. Leute, die Aufstellung wird morgen früh bei der Besprechung bekannt gegeben. Und selbst wenn, würde ich es auch nicht sagen. Wie das jeder fragt. Das sind Insider-Informationen, aber ich weiß es auch nicht. Also Mods ist jetzt das einzige Mal, dass ich was dazu sage. Also das fuckt mich jetzt schon ab. Wie viele Tattoos hast du? Ich weiß nicht. Also ich habe meinen rechten Arm voll, meinen linken Arm voll und meine Brust voll. Ah. Wie viele Zimmer hat es in der Wohnung? Viel? Drei, wa? Eins, zwei, ja, zwei. Zwei. Zwei Zimmer, Freunde. Aber es ist gechillt hier. Ist nicht so wie in Berlin, aber ein bisschen anders, gemütlicher. Ich habe nur 3 Monate hier. Ich habe schon was. Digga, hier hat einer 3 Schnur geholt. Meine Fresse, Digga, wie machen die? Machen die das alle noch? Willst du spielen? Nee. Nee. Ich hab noch Quatsch. Achso! Achso! Vorne da? Ich glaub. Vorne da? Mach mal hier die Musik leiser, ich krieg einen Anfall, Digga. Das ist immer ein Unterschied. Mach mal hier, mach mal da. Ja, ja. Ja, ja. Achso, achso, vorne da. Guck mal. Oh, ich muss aufpassen, was ich hier anfasse. Man sieht da ein paar Sachen. Guck mal, ein paar Geld. Lul. Kabak, Digga, die Teams sind echt. Dafür, dass es die ersten Spiele sind, sind die Teams echt lost, gegen was wir so spielen. Leute, alle ein Like auf den Stream da lassen. Damit der Stream ein bisschen durch die Decke geht. Wir warten noch ein bisschen. Wir werden wieder ein paar Gewinnspiele machen. Wir werden viel Scheiße labern. Wir werden fragen, Scheiße, was ihr wollt. Scheiße! Wir werden fragen, Scheiße! Hast du schon meine Insta-Story gesehen? Scheiße! Nee. Nee? Guck dir mal an. Muss ich aufmachen.
Was denn? Ich esse wieder. Nein. Da habe ich dich vorhin aufgenommen, als du Fortnite gespielt hast. Vorhin da? Sieht gut aus. Ich fand's witzig. Sieht süchtig aus. Sieht schon. Naja, also dich habe ich aufgenommen. Guck mal, wie man hört, wie die rumschreien. Mann, oh, hör mal auf, rumzuschreien. Wer hat denn da ganze Zeit rumgeschrien, Digga? Kiwi oder Kefir oder irgend so ein minder bemittelter Mod von uns hat die ganze Zeit genervt. Digga, die haben so rumgeschrien. Das Mikrofon und so ein Scheiß. Die haben so heftig rumgeschrien. Ja, wenn die so weitermachen, nächstes Mal müde ich die, was das Ding nicht hört. Leute, damit wir das Thema auch direkt mal abgehakt haben, Spiel, Meinung zum Hertha-Spiel. Ja, nicht so gut, soll ich sagen. Erste Halbzeit war echt nicht gut. Zweite Halbzeit war dann besser. Und sie dann halt 2-0 kassiert und bitter. Ja. Gibt nicht so viel dazu zu sagen. Rote Karte. Ja, rote Karte hat das Spiel entschieden. Rote Karte sogar. Hast du Scheiße am Schuh, du sagst es früher. Nee, es werden wieder bessere Zeiten kommen, bin ich mir sicher. Digga, wenn Eusebio den Ball immer so reinknallen würde. Das war Kili, der so rumgeschrien hat. Icon Packs öffnen werden wir machen, Freunde. Grüße aus Krefeld, Grüße zurück. Sydney geht um 0 Uhr aus der Kamera, 0 Uhr geht der schlafen. Eli hat mich auf meine Story markiert, wäre eh, wenn du es anguckst. Ich gucke mir jede Story an, wo ich markiert werde. Bei Insta hat so eine Funktion, da kann man das sehen jetzt immer. Vorne da. Wer sind die? Gib Käse. Kannst du essen, das ist halal. Das ist halal. Icon Packs werden wir heute ein bisschen mehr öffnen, Freunde. Wenn wir uns ab und zu versprechen, nimmt es uns nicht übel. Wir haben schon 5 Stunden Stream intus. You understand, man? Hast du eine aktive Fanpage? Ja. Auf Insta schon. Hast du eine Webseite? ddsindemerch.com? Junge, ich werde irgendwann Merch rausbringen. Jürgen Bürger Merch. Bodenlos. Ja, ein guter Merch. Also nicht Jürgen Bürger nennen, bitte. Achso, Merch. Vorne da. Achso, oder? Yes, man. Yes, of course, man. Aber dann auch falsch geschrieben. Thanks, man. Thanks, man. Vorne da. Vorne da. Junge, kurzer Handcheck. Du bist so kalt. Du bist so kalt, das ist unglaublich. Oh, ne, da? Ich komme aus Krefeld. Na, dann grüße ich dich auch, mein Freund. An alle, die aus Krefeld kommen, herzlich willkommen. Grüße aus Berlin namens. Grüße aus Berlin an den namens Bruder. Achso. Ja, ich auch nicht, Digga. Generell, meine Abonnenten, die kommen aus der ganzen Welt, Digga, aus ganz Deutschland. Man denkt immer, die kommen aus Berlin. Das war so komisch. Ersten Tag, ich komme hier an, 22 Uhr oder so. Am nächsten Tag Training und dann geh ich essen so. Ich suche irgendein Restaurant einfach in der Nähe. Ich war im größten Kaff der Welt. In Neuhof oder so. Gefühlt 1000 Einwohner. Ich bin im Restaurant. Ich guck den ersten, den ich sehe. Sidney, können wir ein Foto machen? In Wiesbaden, Alter, der erste Mensch. Das ist krass, wie verstreut wir alle sind hier, Alter. Digga, das ist wirklich komisch. Immer, egal wo man ist, das ist krass. Berlin, München, Köln, Düsseldorf, immer. Spielt da gar keine Rolle. Vorne da? Grüß aus Nürnberg. Eli, wie kamst du auf Eli Geller? Freunde, Eli Geller kam wegen Uri Geller. Ich war damals 12 oder 13. Ein schlauer Bursche. Und ein schlauer, geriffelter Typ halt auch. Und dann wegen Uri Geller, weil der immer so besondere Sachen gemacht hat, mit seinem scheiß Löffel zum Beispiel, kam ich irgendwie drauf, frag mich nicht. Und es hat sich durchgesetzt. Ich hätte meinen YouTube-Kanal so nennen sollen. Eli Geller. Das wäre so geil gewesen. Aber jetzt ist es zu spät. Man kann YouTube-Namen umbenennen. Nenn ich bei Facebook so. Dresden, Vancouver, keine Ahnung.
Elias N97 in Klammern Illegeller. Wo? Bei Facebook. Ne? Facebook ist ein Mittel, ne? Sag das. Brauchst du jetzt. Mbappé los. Hat Siran, guck mal, also ich sehe es nur gelb. Hat Siran das gespendet? Ja. 17,99 €? 16,99 €. Ich werde eine Fortnite-Romance gegen Eli. Digga, du kriegst gar nichts. Ich hasse dieses Fortnite-Spiel. Wie kann, wie, das macht, momentan macht gar keinen Spielspaß. Ja, das ist so krass geworden, ne? Ist einfach so. Junge, Fortnite, jeder ist gut. Jeder 12-Jährige holt dich. Aber wie sich das Spiel weiterentwickelt hat. Wie, wie jeder so krass geworden ist. Früher war das so geil. Wo nur Elm gezählt hat. Boom. What? In FIFA kann man irgendwie nicht so. In Fortnite kann man ja gefühlt unendlich gut werden. In FIFA kannst du nicht jeden einfach so kleppen. Ja, Digga, wenn, wenn so Profis in Fortnite gegen Casual Gamer in Fortnite gegeneinander spielen, Digga, ohne Spaß jetzt. Da würde, würde kein Mongral gegen Sinai Friede schwitzen. Niemals, Digga. Die würden, hier, die würden nicht. Hier kann es sein. Hier kann's, hier gestern kann's. der Elites M97, Elis Fake aus Italien, hat gegen mich geschwitzt und der 13. machte den Siegtreffer. Junge, das ohne Spaß. Mongral. Glaubst du, wir würden. Sagen wir, Mongral hat 100 Leben, okay? Er hat aber Full Metz und er hat eine graue Pistole. Braucht nicht mal. Er hat eine graue Pistole. Metz. Er hat eine graue Pistole. Er holt uns. Beide. Meinst du beide gerade? Ja, ja. Würde er uns beide holen? Ja. Mit einer grauen Pistole? Ja. Guckt euch dieses Tor an, Digga. Ich hasse dieses Spiel! Ich hasse dieses Spiel! Wer benutzt heute noch Facebook? Das ist, die, das ist auch eine gute Frage. Abend, Eli Geller. What's up, man? Ach, ich stell hier gleich 4-2-3-1 an. Das geht mir hier auf den Sack, dieses 4-4-2, ganz ehrlich. Alle schwitzen so mit 4-2-3-1. Ja, ja, ich will jetzt wieder. Keinen Sinn mehr. Jeder spielt so. Bleiben wir angriffen. Außenverteidiger nach vorne orientieren, Junge. Ich hab's einfach kurz gespielt. Eli Geller, wie findest du den neuen Upamecano? Ich hab mir seine Werte noch nicht angeguckt. Was sagst du zum Topspiel Dortmund gegen Leverkusen? Ich hab's nicht gesehen. Ich weiß nur, dass 4-3 ausging. Geil, Alter. Ich lese mal hier die Spenden und so vor, Freunde, gleich. Spenden und Amos, die reingekommen sind, sind ja ein paar reingekommen. Ein paar Spenden. Junge, dein vegetarisches Essen, ich muss die ganze Zeit kacken, irgendwie. Ich hab schon, gut. Ich hab schon Ballaststoffe. Ich hab schon 3 Eier in deine Bude alles hier gut. Reingelegt. Kannst du ruhig machen. Ich kann auch täglich 7 Mal. 3 Spiegeleier habe ich schon reingedrückt. Tu, was du für nötig hältst. Und alles wird gut, Tor. Oh. Wieso stehst du 2-2? Ja. Es steht gerade 2-2. Oh mein Gott, Eckentor! Grüße aus Berlin-Köpenick, Ehremann. Grüße zurück, Philipp aus Berlin. Mods, was geht ab? Was geht ab? Benin. Benin. Sag mal, Benin. Guck mal, die von gestern. Die haben noch einen Namen reingeschrieben. Irgendjemand checkt mir. Ein Mädchen hat Story gemacht, dass ich bei der was geliked habe. Das ist Selina Alisa. Macht Snapchat-Story. Hilfe. Lol. Okay. Ich glaub, nee, ich glaub nicht mehr. Mal, schreib mir mal. Hey, man. Ich schreib die doch nicht an. Hab ich schon angeschrieben? Hat sie eine Story drin? Dann kannst du reagieren. Nee, ich schreibe gerne. Du bist ein professioneller Reagierer. Bernie. Bernie. Stimmt. Boah, das ist mir wieder entfolgt. Bernie, das Maskottchen. Ist immer so. Sie dachte, ich folge zurück. Das machen die immer. Du bist aus Herne. Er ist jetzt einfach bei Snapchat. Auch gut. Habt ihr schon. Mann, ey, die Server fühlen sich so scheiße an, sind, ey, ich schwöre. Die fühlen sich so lost an. Traurig aber war's. Oh.
Oh oh. Oh boah. Lass mich mal was war das für ein Ball? R1 Viereck oder was? War so mit Schnitt. Frag mich nicht, Digga. Jetzt geht das los, Digga. Jetzt geht da los, wo es gestern aufgehört hat. Das war nicht in der Camp. Mit dem Geschwitze. Mit dem Geschwitze. Und er lässt es. Arrogante von Twitch hat gesagt, dass du der Sohn bist von Ayman Abdallah. Achso, Elia. Der Sohn von Elia. Ich dachte, er meint mich. Was ist der Cousin? Cousin. Onkel siebten Grades. Ayman Abdallah ist mein Cousin. Frag doch. Das ist mein. Ich weiß nicht, Onkel. Das ist von meinem Halbbruder sozusagen. Also, das ist schwer zu erklären, Digga. Ich muss mich hier ganz kurz, ich erklär's gleich. Ich will mich hier, ich will nicht gegen den ersten hier direkt verlieren. Der kleine. Wann spielt Milwaukee? Spielst du dich da? Jo, wahrscheinlich war das kein Problem. Seit wann ist übrigens eigentlich so aktiv auf YouTube Set? Nein. Das kam von Luca. Was? Musst du nicht ins Bett? Ja, doch, jetzt. Elf Spende. Das Game ist so lost. Achso, vorne da. Der ist so schlecht, mein Gegner. Ich krieg's einfach nicht gebacken. Ey, wir geben mich. Ey, ich mach zum Messi. Er ist unter euch. Eins Rätsel für euch. Woher kommt das Geräusch her? Gucken wir doch mal nach. Hm. Ey, wie oft? Ach, scheiß drauf. Ein Silbermann. Hallo. Ein Sommer. Kennt. Was hast du eigentlich vor zu studieren? Sportmanagement. Er fühlt 4-3, ne? Und der ist richtig schlecht, mein Gegner. Ich schwör's dir. Mina. Brauchst du mich? Nee, oder? Bitte. Ach, Digga, der ist so los, der Gegner. Dass ich hier kein Tor mache. Hör die ran. Hör, mach da immer. I know, man. It was a Thursday night when I first saw you. So. Ach Digga, ich kann das Spiel nicht, ich kann's nicht mehr spielen. Er hat nur 4 Sterne. Da war er nämlich gerade. Nimm ihn an, jawohl. Also, wer ist ein Tor? Mann. Ich kann's nicht mehr spielen. Without the filters.
Was war's denn? Boah. Digga, ich steh 7-2. Ich schwöre, ich kann nicht mehr. Warte mal, bevor das hier wieder. Wo geht es denn? Ja. Das brauche ich jetzt. Fachball. Ja. Gibt's denn meine Twitch? Mann, Digga, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Scheiß Mbappé, Totti, ey. Der war so schlecht, ich schwöre, mein Gegner. Ich schreib den danach an. Der holt Safe Gold 2. Irgendwie sowas. Gut. Ist es mein Tee hier eigentlich? Nee, wa? Nein. Hä? Kakao ist hier noch. Hab eingelöscht. Das Spiel macht keinen Spaß. Ja. Ich hab gar keinen Bock mehr auf Mbappé, Mann. Freunde, wir müssen zu Ende spielen, weil ich bin ein bisschen. Also wenn ich zu Hause wäre, dann würde ich nicht zu Ende spielen, aber ich kann auch nur FIFA leider spielen. Ich frage nochmal her, ob ich Fortnite streamen darf, aber das Problem ist, dass man daher Leute tötet. Und deswegen darf man das angeblich nicht streamen. Oder ich darf es halt wirklich nicht streamen. So, ich lese mal die Spenden vor. Kenny14 haut einen Euro raus, gegen Rassisten haut einen Euro raus. Eure Meinung zu dem Vorfall von John, darüber haben wir gestern geredet, kommt morgen Online-Video. Boss haut 10 Euro raus, schreibt aber keine Nachricht. Achso. Dante Bukowski haut ein Abo raus. Frapp haut ein Abo raus und Atlantis haut ein Abo raus. Dino haut ein Euro raus und Siran wurde auch schon vorgelesen. Wer ist denn der Japaner da? Ach, auch die Future Stars. FPC. Die Future Stars sind so komisch, was da kommt. Vielleicht bist du Fortnite-Streamer, ja. Schreibt der besseres Aim als ich nicht. Schreibt wer? Anders. Bitte kein Fortnite. Doch, Digga. FIFA kann ich mir auch nicht mehr geben. FIFA ist auch ganz schlimm geworden. Das Einzige, was noch Spaß macht, sind so Packs, finde ich. Und selbst da wirst du rasiert, weil ihr eh nicht gönnt. Dann lad doch auf. Ich will wissen, was mein Gegner vorhin war. Für einen Rang. Junge. Wir reden mal mit Dennis, ey, wahrscheinlich. Dennis hat es nicht mal zu entscheiden. Das hat jemand von der Geschäftsführung zu entscheiden. Und die sagen, Digga, wenn die sagen nö, dann kann ich da nichts machen. Das war ein bisschen bitter, aber was soll man machen? Apex bist du los? Ja, also was. Spiel, Gameplay macht keinen Spaß mehr. Spiel Apex. Apex, das ist genau das gleiche. Wir können Dragon Ball spielen. Da tötet man auch Vegeta. Das stimmt, da schlägt man ja. Wir können was kann man denn streamen? Pokémon, ah ne, da kriegt man Pokémon. Pokémon wird auch was getötet. Wegen Aquaknarre. Warte mal. Wir können jedes Sportspiel spielen. The Walking Dead. Digga, mir fällt gerade auf, ah doch, NBA. NBA spielen ein paar. Aber sonst Sportspiele? Sportspiele spielt man ja sonst gar nicht, außer Fußball. Scribble, GTA, ne? GTA. Scribble, wir machen Scribble-Stream. Wir machen nach dem Spiel ein paar Packs auf, Freunde. Was für Packs? Icon-Packs. Die haben, wir haben ein paar geschrieben. Also wenn ihr Icon-Packs habt, dann könnt ihr mich gerne einladen. Madden, Eishockey, Tennis, Wii-Sports. Wii-Sports ist gut. Bowling. Wii-Sports. Vera. Ah. NBA
NBA, Madden, NHL, MLB, alles. Gibt Sport, keine Packs, doch mittlere Icon Packs, Freunde. Ihr könnt Sport, die SPC machen. Lost. Die SPC kann man machen. Lad aber auf, lad nicht auf. Und die Wrestling, WWE. Egal, als ob ich auflade. Ich lade nur Points für Draft auf und das ist 20 Euro in 2 Monaten mal oder so. Baby Geller zum Titel, WWE. Ja. Oder Star Wars, wie er nee. Er tötet immer. Stimmt, darf ich auch nicht streamen. Star Wars geht auch nicht. Junge, bist du 2 Jahre alt oder was? Mann. Landwirtschaftssimulator. Sims. Sims? Geil. Aber gibt's nicht auf PlayStation, glaube ich. Okay. Mhm. Hä? Und ich glaube, es gibt auch mittlerweile auf PlayStation, aber was los? Spende 50 Euro. Ob Digga. Mika. Mika hat 50 Euro gedonatet. Keine Ahnung, mein die. Mika, ey. Freunde dann zusammen, Squad. Ich, ja, das wäre witzig, Fortnite. Wobei, so witzig wäre das nicht gegen diese ganzen versuchteten Schwitzkinder. Aber man will halt irgendwann mal auch Abwechslung reinbringen. Aber ja, was soll ich machen? Ich muss mal ernsthaft mit denen reden. Das Spiel ist ab 12? Was? Fortnite, ne? Ich glaube ab 0 sogar. Weiß nicht. Warum reagieren die alle nicht? Wir haben Sub, ja, hab ich auch gewundert. Sub wieder reinbekommen von Sarius1102. Ehrenmann. Dankeschön für deinen Sub, mein Freund. Spiel LKW-Simulator. Spiel ich doch gerade. Mach ich doch gerade hier, Freunde. Soll ich euch mal was erzählen? Ach, das habe ich dir auch noch gar nicht erzählt. Wusstet ihr, dass, das hat mir mein Manager gesagt von Hertha. Lol, wie sieht die Kamera hier aus? Warum ist die blau? Hä? Was ist das denn? Ein bisschen hoch, dass man die LED sieht. Digga, das ist fake. So, die ist einfach lila das Licht, die Kamera ist blau. Lol. Seht ihr das Licht blau oder? Mach mal kurz, das ist ja gar keinen Sinn. Ohne Spaß, die Wohnung ist von dem Wohnheim gesucht. Hier ist einfach, ich mach gleich ein Video. Hier ist einfach lilanes Licht und die OBS macht blaues Licht daraus. Mika haut wirklich 50 Euro raus. Was hat er geschrieben? I don't know. Hä, ohne Sinn. Mika haut 50 Euro raus. Bro, die anderen 50 Euro will einen Controller-Kappa. Mika, nochmal 50 Euro, Bro, ich will in 1 gegen 1, Spaß, Bro, bald gibt es mal wieder eine Fortnite-Runde. Digga, ich spiele nicht gegen dich, du Scheißsucht, Mika, um 50 Euro, das ist mir viel zu blöd. Ist Licht anders? Digga, das Licht ist lila hier. Lol. Freunde, die Wohnung ist von dem Mondheim gesucht, von ihm. Ich mein's ernst. Guckt euch das an, hier sind lilane Lichter und wir sind blau. Wir sind einfach blau, das muss man mir erklären. Warum sind wir blau? Warum? Junge Mann! Digga, ist das lost. Weil die sieht auch richtig scheiße aus, dieses Blau. Shit. Doch. Mach mal einen Track an. Blau-Weiß. Jetzt einen guten Track. Mach mal einfach den guten an. Dann müssen wir runter. Zu high OSB. Digga, sowas habe ich echt noch nie gesehen. Das hat gar keinen Sinn. Why always me? Dreaming of Bob?
Dreaming of Bob ist auch gut. Ist auch gut. Dreaming of Bob ist auch gut. Digga, dieser scheiß Stuhl. Das musst du schnell bewegen. Ja, sonst wegen dem scheiß Stuhl, Mann. Du musstest Emotes haben. Dieser Beat. Okay, Freunde. Mann, Digga. Saft dich knapp, dich kostet mich schmächtlich. Wenn ihr Packs habt, Freunde, ladet Elias N97 ein. Saftig knapp. Wenn ihr Packs habt, ladet Elias N97 ein. Mittleres Icon-Pack, so. Aber ich kann mir den Beat nicht geben. Wieso? Shareplay beitreten. Wasserkocher 10. FC Bluki 7. Oh mein Gott! Stinker. Moin Leute. Moin Leute. Guter Beat. Kann man das Icon Pack mit Coins machen? War gerade anders gut, ich weiß. Mit Dings da kann man. Ihr müsst diese Food Swaps Spieler abgeben. Wegen deinem Pizza Video habe ich Bock auf Burger. Lul? Achso. Blackwood. Hieß nicht so irgendeiner aus Blackwood. Riverdale? Blackwood. Gut. Ich stehe 12-3. Digga, das ich hatte nur Suchtis als Gegner. Die Sportler und so. Das ist verflucht die Woche. 8-2 und 12-3. Ist schon hart, da. Ja. Gucken, wer mehr Dinger holt. Ich kann vom Elite. Bei mir wird auf Elite geschwitzt. Nee, also ich weiß nicht, weiß auch nicht genau, wie ich das morgen mache. Vielleicht spiele ich einfach nur auf Gold oder so. Und dann labern wir oder so im Stream. Ich weiß noch nicht, weil ich hab echt keinen Bock auf das Spiel. Ja, Foodswap-Spieler, damit kriegt ihr die Icons, Freunde. Mittlere Icons. Abos von Guido. Nee. Guido. Guido ja. Krenz. What? Nee. Und Splash. Ui. Nee. Guido. Danke, Guido. Guido. Selfie ist ein guter Track. Ja. Gotta give me some love. Auch ein guter Track. Nee, Digga, der ist schon. Der ist sogar in meiner Playlist Schmutz. Oh, der Job. Das ist ein guter Track. Digga, wie konnte ich einen 24-Stunden-Stream mit dieser Playlist machen? 24 Stunden. Grüß Anton und Luis. Sind jetzt auch mal einen Foodswap-Spieler bekommen? Das kann sogar sein. Nicht 34, bin ich 60er. Können nur 60er? Ja, Momo hat 60. Geh mal auf Haaland. Haaland, ja, Freunde, diese ganzen, ich weiß nicht, wie ihr es findet. Einzelne, also ich bin voll enttäuscht von den Food Champ, wie heißt das? Future Star Karten. Nur weil Jordan keinen hat. Nein, ich finde die Spieler voll. Im Vergleich zu letzten Jahr sind die voll schlecht. Und viel zu teuer. Digga, Haaland kostet 3,5 Millionen. Wollen die mich verarschen? Haaland 3,5 Millionen. Wie teuer ist Martinez? Eins in den Chat, wenn ihr enttäuscht seid, zwei in den Chat, wenn ihr es okay findet. Ich find's richtig Schmutz, das bis jetzt. Haaland ist Müll. Ich hab den noch nicht gespielt. Zwei, zwei, zwei. Und so. Also von mir aus kannst du das Pack aufmachen, mein Freund, weil es warten, glaube ich, sehr viele. Aber wusstest du, dass viel. Gian steht auch, stand auch 15-2. Diese WL ist hart. Hart, härter. PSC. Brasilien. Ico Frankreich. Ico. Oh, ZM. Rolf. Overmars.
Guter unser Pick. Mann. Guter Mann. Unser Mann. Guter Pick. Gut ist echt nicht schlecht. Also kacke ist es nicht. Boah, das hätte aber auch... Boah, Hullet würde schon Schmacko sein. 90er Hullet würde schon Schmacko sein. Spenden Sinn, macht 2 Euro. Dankeschön für 2 Euro. Kenny war schon gestern dabei. Na Kenny, was soll ich dir sagen mit Sinn machen? Ihr müsst es nicht machen, mich unterstützt es natürlich, aber ihr seid nicht gezwungen dazu. Habt ihr Jans Tor gesehen? Ich hab mir das Spiel gar nicht angeguckt. Ich weiß nur, dass es 4-3 ausgegangen ist. Aber soll irgendwie aus 30 Metern oder so gewesen sein. Ist okay, Overmars, ganz ehrlich. Digga, dass wir blau sind, verstehe ich nicht. Ohne Sinn. 31 Meter, tut mir leid. 32 Meter. Danke, ich danke dir, mein Freund. Dankeschön für das mittlere Eigenpack. Overmars ist sogar ganz okay. Exklusive Ente. Sydney, du Ehrenmann. Ah, er wird geblockt hier. Exklusiv Ente. Feier dich mega, dankeschön, Jens. Ihr könnt Rocket League spielen. Ich weiß gar nicht, wie das geht, das Spiel. Hab ich schwer gezockt. Das ist mit diesem Ball und einem und Auto, ne? Ohne Sinn. Da gibt's aber auch. Fox Wizards. The Real Tape Crime. Lol. Es müssen Demi-Ball und kommen. Ich. Gehst du Hertha Köln gucken? Weil, wenn ich in Berlin bin, stimmt. Wenn's warm ist. Wenn's warm ist. Also, wenn's unter 5 Grad ist, dann. Ich werde immer krank im Olympiastadion. Wenn's richtig kalt ist, ich werde voll schnell krank. Ich teste ihn mal, wen willst du dir holen? Overmars? Ich spiele gerade Rocket League. Trinkst du Alkohol, Eli? Ab und zu. Eli, lass mal diese Geiselgeschichte da von den Eiermann. Spiel bitte was anderes. Ich würde gerne Freunde, aber es gibt leider nichts anderes, was ich streamen kann. Er ist, glaube ich, gerade in-game, aber erst. Ja, dann kommen wir später wieder. Jungs, ihr lebt heftig wegen gestern. Was meinst du? Wieder Spende reinbekommen. Nikita haut 1 Euro raus, Kenny haut 2 Euro raus. Hab, achso, hab ich schon vorgelesen. MSP Boy Power und Renas Junior mit Abos. Dankeschön. Danke auch an über, also an 4.500 Zuschauer hier, Freunde. Mittleres Icon Pack for you. Thanks, man. Ich verstehe nur nicht, warum es blau ist. Das ist übertrieben lost. Einfach blau. Hier ist es lila, Freunde. Bei uns. Das Thumbnail ist sensationell. Mach mal 2k Likes. Digga, wir haben auch schon 1600 Likes, Freunde. Lasst die 2k Likes so schnell wie möglich voll machen. Wir werden noch ein bisschen Weekend League spielen. Ich weiß nicht, ob Sydney noch FIFA spielen will. Ich weiß, ich hätte auch keinen Bock. Das ist echt hart. Guck dir mal Upamecano an, mach ich gleich. Mach mal Insta-Story mit dem Licht. Digga, ich verstehe das nicht. Safe. Gestern hat es ja auch funktioniert. D-Boy, herzlich willkommen in der Eli Army. Dankeschön für den Sub. Das hat. Keine Ahnung, was es ist. Ich weiß auch nicht, was das hier ist. Wer ist denn der Kollege hier? Was ist denn du? Digga, hier ist so lost gerade. Nee. Hä? Der hat seinen Namen. Mach den mal. Mach mal den weg. Mach den mal weg. Na, so ist er. Oben, mach mal, Abo. Mach mal das Auge weg. Mach mal die Kamera einfach raus und rein. Da ist er. Abo-Count, da ist es. Mach das mal weg, einfach. Hä? Die Internetverbindung. Du hast eine Musikanzeige. Ja, aber da habe ich immer Abo mehr. You understand? Wir haben den Stream doppelt.
Der muss in dir, was geht ab, Christopher? Dann wird's halt blau. Ich weiß nicht, was es ist, die Kamera ist lost. OBS ist lost. Spende von Anto97. Frag mal Sid, ob er einen Snap bekommen hat bei Insta. Aus seinem letzten Stream alleine. Was? Frag mal Sid, ob er den Snap von Insta bekommen hat. What? Wo denn? Snap von Insta. Eli, mach LED aus und wieder an. Mama, wo ist die Größe ins Ding? Ich hab OBS noch. Ja? Guck mal, das sieht mein Licht aus. Das bleibt bestimmt drauf. So. Das ist jetzt schon mal okay. Ah, es war kurz. Es war aber kurz. Mach mal blau. Guck mal, achtet mal drauf. Es wird kurz lila. So ist es eigentlich die ganze Zeit. Digga, ich weiß nicht, was das ist. Mach mal blau. Ah, jetzt ist es ein bisschen besser. Das ist rot. Digga, das erkennt es lila. Mach mal, du kannst es doch intensiver so machen, ne? Geht aber nicht. Spiel God of War. Sydney will Glück machen. Thanks. So, Dollar geht nicht, jetzt aber ganz blau. Wenn ich weniger mache, und dann wird es ein bisschen lila, ne? Mach mal rot und voll. Scheiße, ja, lass rot. Rot ist besser als blau, Digga. Aber gestern war es auch anders, fand ich. Gestern hat man das so mehr gesehen. You understand, ja, maybe? Kennen wir. Oder? Jetzt Lieder. Mach mal Lieder? Ja, so, keine Ahnung, was hier los ist. I don't know, man. Bart, Luca, Marco, 2 Euro raus, erzähl mal eine Story. Was wollt ihr denn wissen, Leute? Dann müsst ihr was auch fragen. Können wir nachher zusammen Scribble spielen? Können wir vielleicht machen, Freunde. Scribble könnten wir eventuell noch machen. Wenn FIFA sehr lost ist, machen wir das. Meinung zu Foki, Ehremann. Kannst du Sims 4 spielen, ist gerade gratis. Danke für 3 Euro. Nee, also Sims, Freunde, das ist sehr lost. Pro Club. Peinlichste Situation vor deinem Vater. Peinlichste Situation vor meinem Vater. Diese Kondom-Story. Das war schon echt bitter, Mann. Das war schon echt bitter. Aber ich kann mir auch vorstellen, so wenn du irgendeine Alte panierst und dein Vater oder so deine Mutter reinkommt, Digga, das wäre mir auch so unangenehm. Bruder oder wenn irgendein Freund reinkommt, das wäre mir scheißegal. Ich würde es sogar witzig finden. Aber wenn so deine Vater oder deine Mutter oder deine Schwester reinkommt und du haust dein Jürgen da gerade rein, Digga, da würde ich schon das sehr unangenehm. Ich habe voll viele Stories von Kumpels, die haben mir so richtig schlimme Sachen erzählt, was denen teilweise passiert ist, ey. Dass die Olle ihn, ja, mit dem Mund auch oral und dann war die dann halt da so und dann kam die Mutter rein von der Ollen und da meinte sie, ups, sorry, und der. Stell dir mal vor, Digga, das wäre so schlimm. So, für sowas sollte man immer abschließen. Ja, aber was ist, es gibt voll viele Wohnungen, wo du nicht abschließen kannst. Geschwister wären noch schlimmer. Nein, Digga. Geschwister, Mutter wäre das Allerschlimmste. Mutter wäre das Allerschlimmste. Hab gestern nicht pennen können wegen deiner Story mit der Tante. Ich fand, die mit der Tante finde ich gar nicht so schlimm. Doch. Nee. Halt's Maul. Wer hat kein Schloss? Es gibt voll viele, die kein Schloss haben.
Also es gibt hier zum Beispiel, es gibt kein Schloss. Stell dir vor, meine Mutter, ja Digga, da guckst du zu viele Pornos. Kann ich mitmachen? Stell dir vor, eine Mutter sagt, kann ich mitmachen. Sieht süchtig aus. Artig Skill. Ja, oh, Digga. Die Teams sind echt lost. Sind richtig lost, gegen was wir hier so spielen. Ist Menschenfleisch gesund? Pff, Digga, was eine Frage. Was eine Frage. Ist nur. Menschenfleisch, Digga. Als ich letzte Woche noch gegessen habe, fand ich eigentlich ganz gut. Ich habe gehört, es schmeckt wie Huhn, hat es mal irgendwo in der Doku, glaube ich, gehört. Ich so. Echt? Hast du schon mal probiert? Yo, Teampressing on. Tschüss. Ach, Mbappé, Bruder. Ist wie Schwein, Sarah. Glaubst du, Menschen zu essen? Hannibal, leck da, Digga. No, 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 man. Ja, mein Gegner ist ein Schwitzer. Wie er im Bilderbuch steht. Du bist der schnellste Spieler am Spiel, Mbappé. No. Danke an die ganzen Abos, die gerade reinkommen. Ich lese das alles gleich vor. Ich will erstmal ein Tor machen. Ein Tormann. Das Unangenehmste, was dir passiert ist. Hat er schon gesagt, oder? Das Unangenehmste. Mit dem Kondom, oder? Ja, das mit dem Kondom war schon echt bitter. Was muss denn in deinem Kopf vorgehen? Was ist denn mit dir? Jetzt mal im Ernst. Ja, ja. Wie kommt man denn auf sowas? Das ist schlimm. Das hat einfach die Mutter von ihr zu mir gesagt. Kann ich mir falsch vorstellen. Das ist eine richtige. Boah. Echt bitter. Vor allem der Vater war sei auch von ihr da. Ist auch nicht. Ja, Digga, ich wusste es nicht. Guter Joke. Mann, ich hab in der Situation irgendwie fand ich es gut. Sven oh, schillert. Den auf sowas. Dankeschön, Sven, für dein Upgrade. Was war damit? Habe ich die Geschichte? Ah, ne, die Geschichte. Wollte meinen Stream-Highlight-Kanal hochladen, aber. Ja. Muss mal unbedingt mit Hertha wieder mal drüber reden. Ich habe die Riegel ein bisschen angezogen bekommen, Freunde. Ich darf nicht mehr, also ich darf darüber reden, aber Videos darf ich darüber nicht bringen. Ein bisschen bitter. Alter, Abseits? Aber wie hat er den gehalten? Kein Abseits. Kannst du es harmlos erzählen? Ich kann es erzählen, aber halt, ich darf kein Video darüber machen. Das habe ich schon, ich habe schon dreimal erzählt, Freunde. Das war voll unangenehm, also voll bitter für die, die dann das schon mal gehört haben, das nochmal zu hören, wisst ihr? Erzähl mal die Story, erzähl mal. Hau raus die Story. Soll ich jetzt wirklich erzählen nochmal? Dann erzähl die Story nochmal, erzähl die. Also, Freunde, es war, ich mache es in Kurzform für die Leute, die es schon kennen. Die wissen, was ich genau meine. War damals in der Schule, 8. Klasse oder 7. war das, weiß nicht mehr genau, ganz genau, 7. war das. Und ich wollte halt einen witzigen Joke bringen. Keine Ahnung, was da mich geritten hat. Und dann habe ich die Situation ergriffen, ich habe ein Kondom genommen, habe da rein... Du hast ein Kondom in der 8. Klasse, Junge. Junge, 7. normal hat man da einen. Habe ich da reingespuckt, glaube ich, war das. Damit halt nach, damit da irgendwas drin ist, dann habe ich das in eine Jackentasche von einer Klassenkameradin von mir gemacht, auf Ehrenbruderbasis. Dann habe ich sie vor ein paar Leuten gefragt, was es da ist, weil das hing da so halb raus. Und dann hat sie das so halt rausgeholt und ich lüge nicht, ihr Finger war da so halb drinne und richtig eklig. Hat sie rumgeschrien und hat geweint und so, aber es wusste niemand, dass ich es war eigentlich.
ich habe das kaum jemandem erzählt, irgendjemand hat mich verpetzt. Und dann kam ich am nächsten Tag in die Schule und dann meinte so einer aus meiner Klasse, also da kamen erstmal so ein paar zu mir, Eli, du bist so im Arsch, unsere Lehrerin hat rausbekommen, dass du das warst und so, bla bla bla. Dann kam ich so in die Klasse rein, alle sitzen da schon, alle lachen schon, Mädchen war nicht da, liegt der Kondom so auf den Klassentisch, auf den Lehrertisch. Und dann sagt sie so, ihr könnt euch alle freinehmen, aber Eli, du bleibst hier. Musste ich mit ihr reden. Und dann durften alle halt so gehen. Geht's noch lauter? Durften alle halt so gehen. Und ich musste dann da bleiben. Und dann kam auf einmal das Mädchen rein, der Vater von das Mädchen, die Mutter, der Mittelstufenleiter. Und auch lustigerweise kam dann auch noch mein Vater dazu. Und die saßen dann alle in einer Reihe gegenüber von mir. Ich saß alleine und das Mädchen die ganze Zeit am Heulen. Und die Mutter fragt mich so die ganze Zeit, was ist denn los mit dir? Was wird denn vorhin gesagt? Wie kommt man auf sowas? Und ist da alles okay? Und dann fragt sie so mein Vater, ob da irgendwelche Geschichten in der Vergangenheit passiert sind, warum ich sowas mache und so. Mein Vater wusste gar nicht, was er sagen soll. Der war richtig geschockt. Und ja, dann haben die mich richtig auseinandergenommen alle. Das war somit das Peinlichste, was mir hier passiert ist. Und dann hat mein Vater mich dann so gefragt, ob alles okay ist und so. Die dachten, ich bin wirklich behindert, ne? Die dachten, ich habe irgendeine Behinderung. Wie man auf so eine Scheiße kommt. Das Mädchen hat die ganze Zeit, ich fand's gar nicht so schlimm, oha, die haben ohne Spaß, die haben übertrieben. Ein Mädchen. Die hat die ganze Zeit geweint und die Mutter fast auch am Heulen und richtig krass gewesen. Mein Vater hat mir so leid getan. Mädchen sind ganz sensibel. Bei uns hat immer eine geheult, weil die große Titten hatte. Die mobben mich wegen meinem Triss. Das war sogar 9. Klasse oder so. Mit 15. Wie ist gut? Das ist ja cool. Ist cool. Fanden wir auch cool. Gute Titties. Ehrlich, nicht so schlimm, ja, oder? Ich fand's auch nicht so schlimm, aber es war halt 7. Klasse und die fand, keine Ahnung, was da abging. Habe ich auch einen souveränen Tadel bekommen, Mittelstufenleiter, die waren kurz davor, mich in eine Baumschule zu schicken, gefühlt. Die haben mit mir geredet, als wenn ich wirklich zurückgeblieben wäre. Wollte das Mädchen danach nicht mehr deinen Jürgen? Nee, aber ich. Das Mädchen war dann am Ende von diesen Mädchen in der Klasse noch eine der cooleren, also die entspannt drauf waren. Was ich in meiner Klasse für Mädchen hatte, Digga, ich hab die alle so krass gehasst. Das waren so eine ekligen, falschen Schlangen. Digga, ich saß neben einer, ich war ein Problemkind in der Schule, ja. Oh mein Gott, wie ich das Mädchen gehasst habe. Die hat nichts in ihr, die war so eine Einserschülerin, herzlichen Glückwunsch. Die hatten nicht einmal in ihr Leben, ich habe die noch nie in meinem Leben lachen sehen. Immer nur Einsen gehabt in der Schule und war richtig komisch und richtig unsympathisch. Und neben die hat mich dann meine Klassenlehrerin gesetzt, weil ich immer nur Scheiße gemacht habe. Und dann hat sie mich neben der gesetzt, damit ich keine Scheiße baue. Das war auf jeden Fall, immer, kennt ihr das, wenn ihr nicht mal eine Arbeit schreibt, sondern einfach Aufgaben lösen sollt? Im Buch Seite 47, ihr habt 25 Minuten Zeit, danach vergleichen wir die Lösungen. So. Digga, wenn die fertig war mit der Scheiße, hatte ihr Blatt umgedreht, ihr Lösung, also das, was sie aufgeschrieben hat, umgedreht und hat dann ihr scheiß Buch raufgemacht. Und immer, wenn ich so dann gesagt habe, kannst du mir helfen? Nein, das ist keine Partnerarbeit. Halt's Maul. Meine Fresse, Digga, der hat immer ihr Blatt umgedreht, du hässliche, zeig mir deine scheiß Lösungen. Mein Gott, ey. Hab ich mich immer umgedreht. Ey, habt ihr die Lösungen? Nein, wir haben auch nicht. Frag doch. Nein, sie lässt mich nicht, sie gönnt nicht. Gönn doch einfach mal, ey, wirklich. Ist keine Partnerarbeit. Und immer Partnerarbeit war so schlimm. Niemand wollte mit uns immer machen, mit mir und Timo. Niemand wollte mit mir und Timo. Ja. Wir waren doch in einer Klasse. Niemand wollte mit uns. Digga, ohne Spaß, man hat gar keine Wahl. Partnerarbeit, wenn du schlecht in der Schule bist und immer nur Scheiße machst, du kommst aus diesem Kreis gar nicht mehr raus, dann ist Partnerarbeit, jeder soll sich einen Partner suchen. Digga, da macht niemand mit dir und dann musst du mit den anderen Dummen, der nur Scheiße macht aus deiner Klasse, das machen. Du bist und dann, auch dumm. Nein, ich bin clever, dann macht ihr das zusammen. Dann macht ihr die Scheiße zusammen. Gar keinen Sinn. Ist wie so ein Teufelskreis.
Dann kriegt man eine schlechtere Note. Und immer wenn dann Gruppen ausgelost worden sind, manchmal, wir haben Gruppenarbeiten so gemacht, so, da kam dann die Lehrerin und sie hat halt so einen Zettel gehabt und da stand eine Zahl drauf und immer so 2, dann habe ich 2 und dann gucke ich so die Reaktion von den anderen. Oh nein, ich bin mit dem Wichser. Kann der quitten? Oh, eine Jeep. Ich muss immer mit einem Mädchen machen, was machen. Das ist okay. Ken? Ach, die Schulzeit war schon echt lustig, ey. Why? Ach, Freunde, genießt, alle sagen, genießt die Schulzeit, aber ohne Spaß, die Schulzeit ist das Geilste. Da hat man auch gar keine Probleme. Jetzt, wo bekommst du Geld her? Wer wirkt denn Jürgen? So eine ganze Scheiße. Was machst du, wenn du nicht arbeiten gehst? Das und das. Du heiratest, deine Freundin geht dir auf die Klöten, weil sie Kinder haben will oder keine Ahnung was, Digga. Diese ganzen Probleme hast du nicht später. Sehr gut. Hast du mit X? Ja, normal, Digga. Was soll ich passen? Weiß man nicht. Sehe meine Ex jeden Tag in der Klasse, Digga. Ich würde niemals eine Beziehung mit einem aus meiner Klasse eingehen. Ich würde auch nie einen aus meiner Klasse wegpanieren. Habe ich auch noch nie gemacht. Ich hätte gerne. Wenn du das machst, ja, dann siehst du die einfach, wenn sich niemand dann halt wegzieht oder irgendwas passiert, ja, da, Digga, dann siehst du die 4 Jahre lang. Oder 3 oder so, keine Ahnung, wie lange das bei euch ist. In Berlin sind es 4 Jahre Oberschule. Das ist so bitter. Das ist Katastrophe. Tipps fürs erste Mal. Habe ich auch schon. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Habe ich darüber nicht schon mal ein Video? Gibt es darüber nicht ein Video? Junge, du bist richtig am Ende, ne? Mhm. Also zum ersten Mal, Freunde, dazu kann ich euch sagen. Also mal wirklich so auf Ebene, was ihr nicht irgendwo in der Schule lernt oder so. Boah, nee, das muss ich zu Hause erzählen, Digga. Das ist mir viel zu anstrengend, das jetzt. Ich mach wieder Tür auf. Das jetzt hier rauszuholen, das ist zu anstrengend. John hat gut gespielt, oder? Ja, fand ich auch. Das sag lieber nicht. Wir machen es morgen. Ich mach das, wenn ich wieder zu Hause bin, dann kann ich mir das besser auch alles zusammen. Freunde, wir haben schon 5 Stunden Stream Intus. Eli, was hat deine schlechteste Note? Ich habe schon mal einen Notenpunkt geschrieben. In Chemie oder so. Freunde, in anderen Fächern, so Deutsch oder, keine Ahnung, du checkst irgendwas, du weißt irgendwas so. Aber wenn du in Chemie nicht aufpasst und die ganze Zeit an den Jürgen rumspielst und irgendeine Scheiße im Unterricht machst und dann in die Arbeit gehst, dann kannst du dir auch nichts mit Allgemeinwissen oder logisches Denken, da kannst du dir nichts zusammenreimen. Dann schreibst du einen Notenpunkt. Das ist richtig schlimm. Sitten ist morgen im Kader, ja. Meinung zu John Rassismus, kommt morgen ein Video dazu. Findet ihr, man sollte mit 16 wählen dürfen? Das ist eine interessante Frage. Chemie ist richtig schlimm. Warum nimmt man Chemie? Hä? Chemie hat man immer. In Berlin hast du Chemie. Auf jeden Fall hatte ich Chemie in der Oberschule. Das konnte ich mir auch nicht mal aussuchen. Das hat man einfach. Danke für 2286 Likes, Freunde. Und die ganzen Abos. Supreme Master, Pump Headshot, Toxic, Marvin, André, Bruno Hetzer, Tim Timeline, Darren Keisner, Hariba. Boah. Digga, ich erschreck mich jedes Mal. Hab eine 1 in Chemie. Ja, wenn man lernt, ist Chemie gechillt, aber wenn du nicht lernst, ist es ein bisschen bitter. Chemie oder Physik? Wir haben beides gehabt. Wir hatten Chemie und Physik. Chemie, Physik, Biologie. Hatten wir, konnten wir uns nicht aussuchen. Vielleicht ist es ja von Bundesland zu Bundesland anders.
Lieblingsessen Steak. War deine Versetzung gefährdet? Naja, geht. Also ich war immer so auf der Abschussliste. Meine Lehrer haben mich immer gehasst, Freunde. Die haben mich immer gehasst. Aber das hat mich dann geändert, als ich auf ins OSZ war. Dann war ich so eher so immer noch gechillt, so, aber ich habe mich ein bisschen... Es bringt euch nichts, Freunde, wenn ihr die ganze Zeit Scheiße macht im Unterricht. Das ist zwar lustig und so und andere finden euch dann lustig und ihr findet viele Freunde und viele mögen euch so. Aber das kann euch scheißegal sein, weil ihr so oder so mit 95% der Leute, die ihr in der Schule, mit denen ihr in der Schule zu tun habt, werdet ihr nichts mehr zu tun haben nach der Schule. Mit ganz wenigen. Und dann bringt es euch auch nicht, wenn die euch alle da gemocht haben. Was war denn das für eine Parade, hä? You understand? Hatte der nicht voll das Schwitzer-Team? Außer in Englisch. Was wolltest du als Kind mal werden? Check meine Insta-Story ab, da habe ich das geschrieben. Da habe ich das in meiner Story gehabt. Ich habe Chemie in Englisch. Was? Das ist krass. Das ist richtig krass. Egal, komm Freunde, wisst ihr was? Wir reden mal übers erste Mal. Ganz ehrlich, ich werde das... Wie Sexualkunde ist das jetzt hier. Ich mach's mal wie Sexualkunde, okay? Währenddessen könnt ihr mich einladen für ein Icon-Pack. Also Freunde, Tipps fürs erste Mal. Ich habe ja gedacht, an alle von euch, ich kenne, an die 5000 Zuschauer, erstens danke für 5000 Zuschauer nach einer Stunde. An die 5000, ihr könnt ein Video daraus machen, Stream-Highlight-Kanal, ich werde es vorsichtig erzählen. An die 5000 Leute, die jetzt hier zugucken. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon mal Sex hatten. Jede schreiben jetzt, ja doch, ich hatte. Ich weiß, dass viele von euch unter Druck gesetzt werden von ihren Freunden. Oh, du hast noch nicht paniert. Was bist du denn für ein Loser? Ich kenne diese ganzen Dinger. Das ist Quatsch, Freunde. Das ist alles Humbug. Das ist Humbug. Diejenigen, die sowas sagen, haben höchstwahrscheinlich noch nie in ihr Leben irgendwas unterhalb der Region bei einem Mädchen gesehen. Und die sind dann die Ersten, die dann immer labern, bla bla bla. Merkt euch eins, ein Gentleman schweigt und genießt. Das kann ich bei mir jetzt hier nicht machen, weil ich euch immer alles erzähle, bla bla bla. Aber das mache ich, weil ich offen mit euch darüber rede. Warte ganz kurz noch mit dem Pac-Man-Freund. Also, erstes Mal. Es ist nicht so wie im Pornos. Ich würde gerne Sydney als Unterstützung haben, damit er mich unterstützen kann. Der kann euch auch mal erzählen, wie sein erstes Mal war. Also Freunde, es ist nicht so wie im Pornos, dass du da dein rausholst und dann macht sie yo und das geht ab. Bup, 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 bup. Das funktioniert so nicht. Das ist nicht die Realität. Die Realität sieht ganz anders aus. Die Realität sieht aus... Wir gehen mal davon, also ihr seid Jungfrau, okay? Wir gehen mal Situation 1. Ihr seid Jungfrau, sie ist Jungfrau. Das ist ziemlich angespannt, Digga. Angespannte Situation, wie Wadenmuskulatur in der Verlängerung 115. Minute. So angespannt ist ungefähr die Situation. Ihr seid dann da, beide, ach hier, besseres Beispiel. Weekend League, zwei spielen zum ersten Mal Weekend League, beide haben keine Ahnung, beide haben ein schlechtes Team, beide haben keine Erfahrung und spielen zum ersten Mal WL. Niemand weiß, was abgeht, man hat nur davon gehört. Man hört Geschichten gehört und du hast die YouTube-Videos darüber angeguckt. Von Elias N97, Stream-Highlight-Kanal, Stream-Ausschnitte, wie man am besten Weekend League spielt. So, und dann kommt es dazu, man küsst sich. Okay, da sind noch viele dabei. Viele sind dabei mit dem Küssen. Was passiert danach? Höchstwahrscheinlich muss dann irgendwann der Schritt gegangen werden mit dem Vorspiel, mit der mit der Hand. Entweder ja, bei ihr oder bei dir, das kommt immer drauf an. Aber wenn beide keine Erfahrung haben, ist es ein bisschen, ist es ein bisschen scheiße. Und dann kommen wir auch eigentlich schon, wir spulen mal ein bisschen vor zum Hauptakt. Der Hauptakt ist das Problem, Leute. Ich hab vergessen, meine Haare zu schneiden. Ein Problem. Ach, du hast ja morgen ein Game. Ja. Das mach ich gleich. Der Hauptakt ist dann das Problem, Freunde. Das ist nicht hier
Rein, raus, rein, raus. Kannst du mich da unterstützen? Kannst du was? Ja, will ich nicht reden. Kannst du mich da unterstützen, dass es aber nicht so ist beim ersten Mal wie bei den Pornos, ja, dass da. Das ist alles ein bisschen komplizierter, Freunde. Wenn sie Jungfrau ist, dann kannst du schon mal gar nicht reinbrettern ohne Vorwarnung. Das funktioniert nicht. Da musst du hart. Oh, pass auf. Nicht so schnell. Da musst du. Vorsichtig. Da musst du. Ja, das ist es so. Da musst du hartes Feingefühl haben. Wirklich. Du kannst nicht einfach so rein. Das funktioniert nicht. Das tut ihr krass weh und das ist für dich auch nicht so cool, glaub mir. Außerdem wollt ihr auch da keine. Ich hab noch nie eine entjungfert. Okay, ich schon, ja. Ah, stimmt ja. Obwohl, ne. Mit der Couch war ja nicht da. Nee, das war es nicht. Aber wenn ihr Pech habt, dann habt ihr sogar das Problem, dass da eventuell was. Ja, aber das ist normal so. Und dann, Freunde, sagen wir, ihr seid in-game. Ihr seid in-game drinne halt. Ihr seid in-game drinne. Dann ist es halt wichtig, nicht wie im Pornos dieses. Gibt es Phasen. Da gibt es Phasen, die sind so. Aber da gibt es auch mal Phasen, wo man einen Gang rausschaltet und mal eine ruhige Pille spielt. Von auf Ballbesitz. Von, nach, ja, auf genau, Ballbesitz. Auf Ballbesitz. Von, Ball nach, auf ständiger Druck auf. Von ständiger Druck Hauptsache auf. Kein Beifall. Ja, genau. Von ständiger Druck mal auf Ballbesitz umschwenkt. Mal auf hintenrum. Sache, du verlierst den Ball nicht großartig. Genau, nicht den Ball verlieren. Und dann auch mal Spielrhythmus finden. Mal schnell spielen. Fehler vom Gegner erkennen. Macht er jetzt was? Wie reagiert dein Gegner auf die Spielsituation? Findet er es gut? Kommt er drauf klar? Kommt er nicht drauf klar? Das sind so Sachen, die beim ersten Mal extrem, extrem, extrem wichtig sind. Ihr könnt euch da nicht irgendwelche Pornos als Beispiel nehmen. Das hat gar keinen Sinn. Außerdem ist es von Mädchen zu Mädchen anders. Ball flach halten. Und ja, genau. Das ist es, Freunde. Nicht wie in den ganzen Filmen und so, was da erzählt wird, das ist völliger Quatsch. Finde ich. Öffne doch. Zurückfallen lassen. 20 Minuten Rede für einen weg. Ganz wichtig, ich hätte keinen reinbekommen. Ja, das weiß ich auch schon. Das habe ich auch schon gesagt. Also was ich euch, das ist hier wie ein Sexualkundeunterricht, Freunde. Das ist auch nichts Schlimmes. Das ist ehrliche Meinung, das ist Erfahrung, das ist, was ich alles erlebt habe, so bis jetzt. Kann ich euch meine Erfahrung dazu sagen. Wie war's denn? Sag dazu nicht, Alter. Ich muss meine Haare schneiden. Ich weiß, wie sein erstes Mal war. Das kann er ja nicht droppen, ne. Von mir aus kannst du das Pack auch öffnen. Ja, das Pack sehen. Schlag den Ball lang. Guck mal den Chat. Öffne den Lachs. Ja, manchmal ist es bitter, ja. Was soll ich dir erzählen? Aber dafür schmeckt die Zahl hier. Kann Sid nämlich mal grüßen. Schöne Grüße. Joel. Oh nö. Jo, da bin ich auch schon mit. Digga, was ist, warum, ohne Spaß, die letzten 10 Packs wurden wir immer rasiert, ne? In den Icon-Dingern. Die letzten 10 waren alle Schmutz. Das ist heftig. Immer so. Barnes. Digga, Barnes. Vor allem auch immer England, die ganze Zeit schon, Mann. Edi, du wirst als Vater genauso sein wie der Vater von American Pie. Digga, wenn ich werde meinen Sohn so geile Scheiße beibringen. Nicht abstoßen. Ich sag euch nur, wie es bei mir war, Freunde. Ich dachte, ich sag euch mal, ich kann es euch ein bisschen anders erklären. Ich dachte, es ist so. Ihr müsst zack, 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 zack. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch mit Soße. Das Mädchen denkt, bist du dumm? Erstens tut's weh. Zweitens macht's. Es kommt halt aufs Mädchen, aber es ist nicht so, wie ihr das da immer seht, Freunde. Da gehört mehr dazu. Und da redet niemand darüber. Die Schule, Digga, der Sexualkundeunterricht in der Schule ist komplett Quatsch. Da lernst du so eine Scheiße nicht. Da lernst du nicht mit, lass mal. Da lernst du nur, wie man eine Banane in ein Kondom überstreift. Mehr lernst du im Sexualkunde in der Schule nicht. Weil da alle sich zu fein. Scheiße. Zu fein sind, drüber zu reden. Habt ihr eine Banane, ein Kondom übergezogen oder nicht? Ja oder ja im Sexualkundeunterricht? Ist schon, Digga. Nicht nur eine Banane. Da wird nur sowas gemacht.
Das Wichtigste ist, mit ihr darüber zu reden, was sie will. Ja, das Problem ist, dass das Mädchen, wenn sie das ihr erstes Mal ist, weiß sie ja selber nicht genau. Das ist der Haken an der ganzen Sache. Hatten den Holzstock als Banane. Ja, irgendwas langes, hartes, da wird das. Und dann sagen die so, jetzt wisst ihr, wie ihr euren Jürgen verhütet. Aber man weiß nicht, wie man, was hier da abgeht. Die Mädchen wissen es nicht, die Jungs wissen es nicht. Dann sitzt man da voreinander, nackt, und man denkt sich, was ist das hier für eine cringe Scheiße? Genau so läuft es ab. Spiel doch Dragon Ball Z Kakarot. Gute Idee an sich. Icon Pack auf meinen Jürgen. Irre. Holzstock. Ich schwöre, es ist wirklich so. Beitritt zu Shareplay nicht möglich. Ehre. Sexualkunde Jürgen und Sabine. Elis bei Dr. Sommer von heute. Ich schwöre, ich bin der Einzige, der darüber redet, aber auch nicht so dumm darüber redet, sondern der da seine Meinung dazu mal systematisch abgibt. Nicht sagt, hier, mach das und das, sondern ich lüge euch nicht an, ich sage euch so die Erfahrungen, die ich einfach gesammelt habe. Zollstock. Eli hat das über seinen Jürgen gezogen. Ich weiß noch ganz genau, ich habe das über eine Banane gezogen. Und dann denken die, man weiß jetzt, man ist der Allwissende. Die denken, man ist New Hefner, nachdem man eine Banane, ein scheiß Kondom übergestriffen hat. Nein, ich weiß es nicht, man. I don't know what I do with my penis. Where and who and we. Can I put this in? What is when it's trocken? What we can I flutsch this? I don't know, man. You must be teaching in me. And I, your teacher, man. I can. I'm your teacher. How? I don't know how to put my in. I don't know how. Und dann haben wir den Salat. Und dann schwängert ihr sie mit 15. Und dann kommt sowas wie Sydney raus, der dich dann in der Weekend League snipt und sich einen Cola-Keks freut, wenn er dir einen Depp drücken kann. So entstehen doch diese ganzen Kinder. So passiert sowas. Sowas wird dann passieren, wenn ihr nicht aufpasst. Dann sitzt ihr da und dann labert euch euer scheiß 10-jähriges Kind voll, dass sie einen verkackten Skin in Fortnite haben wollen, damit sie euch holen können und sich einen Cola-Keks freuen, während sie Ninja auf Mixer sehen. Oder Sydney Ewelka auf Twitch. Noch schlimmer. Das wäre ja der Höhepunkt. Das wäre ja der absolute Höhepunkt. Teenie-Mütter. Ich habe Abitur. Mitten im Leben, da haben wir den Salat. Digga, da haben wir wirklich den Salat. Warum markiert das hier alles gerade? Achso. Eli, lass dir mal jetzt die Haare von Sydney schneiden. Ne. Guck mal. Sydney ist ein richtiger Rassist. Sydney schneidet von Weißen nicht die Haare. Sydney! Schneidest du mir die Haare? Wirklich? Okay. Kannst du das? Zu dir? Nein. Schneid doch meine Haare. Schneidest du sie mir? Nein. Warum? Warum? Weil du weißt es. Habt ihr das gehört? Das ist so schlimm. Okay, Freunde, ich würde sagen, für den Support heute machen wir das erste Gewinnspiel. 5.500 Zuschauer. Hashtag Teenie-Mütter in den Chat. Hashtag Teenie-Mütter in den Chat mit Doppel-E. Hashtag Teenie-Mütter in den Chat. Mir auf Instagram folgen und ein Like auf den Stream da lassen. Dann seid ihr in der Auslosung dabei. Solange könnt ihr mich auch per PSN einladen. Elias N97. Und dann machen wir hier noch ein Icon-Pack auf. Hashtag Teenie-Mütter. So entsteht es, Digga, da wirklich mal. Alle wundern sich, warum alle so früh geschwängert werden. Weil sie keine vernünftige Aufklärung haben. Weil sie keinen Streamer wie mich haben. Gib mal Englisch-Nachhilfe. Ach, du hast gar kein Icon-Pack. Keiner von euch, keiner von den 5000 Leuten wird jetzt jemanden schwängern in naher Zukunft, weil sie wissen, was passieren wird. Immer verhüten, Freunde. Ich schwör's euch, das ist das Allerwichtigste. Stellt euch mal vor, ihr habt mit 17 ein Kind. Dann habt ihr erstmal ein Problem. Wirklich jetzt.
dann habt ihr ein riesengroßes Problem. Wo ist mein Handy? Where's my phone, man? Where's my phone? I don't can see him. Hä? Ach so, hier. Lol. Also Freunde, für Icon Packs Elias N97 einladen. Wenn nicht, dann mache ich jetzt hier nochmal ein Game. Auf Ehre. Über was kann ich denn noch so reden? Was hatte ich denn noch so ungefähr in dem Thema? Ja, ich meine es krass ernst, wenn ich wirklich mal darüber nachdenke, hat mir kein Lehrer vernünftig erklärt, was, wie, wo. Man hat alles irgendwo aufgeschnappt im Internet, weil dann niemand darüber mal vernünftig redet. Niemand weiß, was abgeht. Alle sind unaufgeklärt. Wenn ihr so, wenn ihr, sagen wir, ihr seid Mädchen, sagen wir an die Mädchen in meinem Stream. Ihr habt Angst vor das erste Mal und dann seid ihr euch sicher, bla bla bla, er ist es, er ist der Richtige, so. Und der Typ hat schon ein bisschen Erfahrung, dann kann er es, dann weiß er, was abgeht. Er weiß, obwohl, wenn er noch nie eine Jungfrau hatte, dann ist es auch so eine Sache. Okay, an die Mädchen für euch ist es noch schwieriger, um ehrlich zu sein. Ihr braucht halt einen Typen, der schon mal jemanden eine Jungfrau, oder ihr sagt es ihm einfach. Was ist denn das schon wieder? Du bekommst nur gute Teams ab, nur gute Teams. Ihr sagt ihm, sei vorsichtig, mach das und das, das tut mir weh. Aktion A, Aktion B, richtiges Loch auch am besten, wäre auch von Vorteil. Hier, mach davor das und das, das mag ich, okay, alles klar. An die Jungs sagen wir, das Mädchen ist keine Jungfrau, aber ihr seid Jungfrau. Dann, das ist eigentlich das Beste, so, das ist am unkompliziertesten. Weil das Mädchen weiß, was ein Junge dann vielleicht will, weil sie ein bisschen Erfahrung hat. Der Junge macht das und das, das Mädchen sagt, chill mal dein Leben, so ist es nicht gut, macht es so und so, dann lernt der Junge dazu, das Mädchen lernt dazu, das ist es. Es ist gerade hier ein Gewinnspiel am Start, Freunde. You got a little weed up on the alcohol. Shiny look me clean, I wish me suck me up. And I'm in the middle of burning now. I don't mean I'm in the middle of burning going now. Ist gerade ein Gewinnspiel am Start, Freunde. Hashtag TeenieMütter einfach in den Chat. Diesen YouTube-Kanal abonnieren. Und mir auf Instagram folgen und ein Like auf den Stream da lassen. Dann seid ihr in der Auslosung dabei. Nach dem Spiel losen wir aus. Und während der... Warte, ich muss mir jetzt ein Thema aussuchen, worüber ich rede. Sonst ist es ein bisschen lost. Mbappé, du loster Typ, du. Mbappé, Totti. Erstmal hier kein Gegentor kassieren, wäre mal angenehm. Ach ja, das ist auch so eine Sache. Und ich weiß, Freunde, also bei Jungs ist es sehr krass, wie da Druck gemacht wird von angeblich seinen Freunden. Du hast noch nie ein Mädchen gehabt. Was bist du denn für ein Lutscher? Und das und das. Und du bist voll der Loser und so. Glaub mir, genau diese Leute, die reden darüber, weil es die am meisten stört. Hä? Hä? Habt ihr das gerade gesehen? Damit Mbappé einfach direkt geschossen, er nimmt ihn an und macht dann irgendeine Scheiße, er macht dann ein Tackling. Er hat ein Tackling gemacht, Chat. Auf ein freies Tor. Egal. Und genau diese Leute, Freunde, sind die ersten, die es am meisten stört, weil sie kein Mädchen abbekommen, weil sie zu dumm sind, das hinzubekommen, weil sie eklig sind, weil sie die Mädchen einfach dumm anmachen und so. Und das ist dann einfach nur Quatsch. Und die reden die ganze Zeit darüber, weil es sie am meisten stört. Und die wollen dann so, dass du dich schlecht fühlst. Glaub mir. Ihr seid alle noch so jung, glaube ich. Oder viele von euch. An die Älteren im Chat, unterstützt mich. Ich habe das schon mal erzählt. Als ich dann zum ersten Mal die Möglichkeit hatte, Freunde. Als ich zum ersten Mal die Möglichkeit hatte, dann ihn halt einzutunken.
hat dieser ein Freund von mir das Mädchen angerufen, weil ich ihm erzählt habe, es ist heute soweit, lass knacken, es wird passieren. Hat er das Mädchen angerufen, weil er es noch nicht hatte, da waren wir alle voll jung und voll dumm. Aber es war halt trotzdem so, dann hat er angerufen und hat so das Mädchen voll gelabert, bist du dir wirklich sicher, ob du das machen willst? Und ich würde es mir nochmal überlegen. Der hat mich voll angeschissen. Der hat mir so ein Messer in den Rücken reingehauen, nur damit er, damit ich ihn halt nicht reinknalle. Ich mit meinen 27 kann das nur bestätigen, Ehre. Hashtag Teenymörder, Like auf den Stream und mir auf Insta und YouTube folgen, dann seid ihr dabei. Ey, wie ich das eine Spiel vorhin verloren habe. Nicht gesund so viel zu streamen, ich sag euch ehrlich. Stress ohne Ende. Hast du ihn dann wenigstens noch versenkt? Ja. War mein erstes Mal. Es war meines. Da habe ich eigentlich auf meinem Stream-Highlight-Kanal ein Video drüber gehabt, Freunde, aber ich musste es runternehmen. Es wird aber, ich gebe euch mein Wort, es wird irgendwann wieder online gehen. Es ist gerade einfach stressige Phase gewesen. Deswegen durfte ich es nicht weiter öffentlich haben, aber es wird wieder online kommen. Das vergewissere ich euch. Weil es ist ja nichts Schlimmes. Ich verstehe gar nicht, warum da alle sich so querstellen. Was ist daran so schlimm, über das Thema zu reden? Es kommt halt immer drauf an, wie man darüber redet. Wenn ihr das so voll dumm und humorlos und so erzählt, dann ist es kein Wunder so. Dann ist es abschreckend. Digga, humorlos ist auch Eusebio, wie er diese ganzen Dinger nicht einknallt. Dann ist es kein Wunder. Aber so an sich, man muss doch mal irgendwann drüber reden. Ich sag zu euch, haut nicht irgendjemanden weg an die Mädchen, traut den Jungs nicht, zwingt den ein Kondom überzustreifen und an die Jungs, wenn die sagt, ich nehme die Pille, vertraut ihr nicht, haut euch trotzdem ein Kondom rüber. Was ist, wenn sie den vergessen hat? Was ist? Und die ist einfach, die ist gerade nur voll willig. Und dann haust du das, dann ja, volle Ladung rein und dann hast du wirklich den Salat. Baby Junior Salat hast du dann. Vom Allerfeinsten aber. Und dann ist es zu spät. Dann ist es zu spät. Man kann abtreiben, ja, Digga, aber wollt ihr. Das ist auch so eine Sache. Abtreiben, ja oder nein, Digga. Ich weiß nicht, ob ich das als Mädchen könnte. Außerdem könnt ihr die ja nicht zwingen. Könnt ihr nicht sagen, du treibst ab. Das ist ja ihre Entscheidung auch. Wenn sie sagt, nö, was willst du machen? Und komm mir jetzt nicht mit gegen Bauch treten. Sowas ist unter alle Sau. Ich weiß, dass dieser Witz kommen wird. Manche von euch haben den Witz auch schon eingetippt gehabt. Einfach wegziehen. Das ist auch eine gute Idee. Einfach wegziehen. Und das. Mann, ich hasse FIFA. Ich hasse FIFA 20. Ich darf ja auch nicht sagen, dass. Also, man sagt immer, ihr dürft nicht gegen EA haten. Ihr dürft nicht sagen, das Spiel ist das. Das Spiel ist richtig schlecht. Ich beleidige hier niemanden, ich sag nur EA Sports Vancouver Canada, wenn ihr das Spiel, wenn ihr mich hört, wenn einer von euch aus euren Office mich hört, dieses Spiel ist sowas von schlecht, meine Meinung. Ich beleidige euch nicht, ich spiele es aber einfach kacke. So, Punkt, Ende, aus. Ganz schwach. Das kann euch, die Meinung kann euch am Arsch vorbeigehen, muss sie auch nicht, ich sage, und euch, meinen Zuschauern, dass ich dieses Spiel absolut scheiße finde. Punkt. Das ist meine Meinung, ich darf alles sagen, was ich will, solange ich niemanden beleidige. Wenn mir jemand sagt, Eli, du siehst scheiße aus, dann ist es seine Meinung. Was soll ich machen, Digga? Soll ich ihn jetzt. Was kann ich dafür? Findet er mich halt hässlich? Kann ich nichts machen? Sag mal, wie es besser wäre. Digga, das ist das Leichteste. Bessere Server, besserer Content. Es gibt Draft, es gibt Squad, Builder, Battle. Was ist denn das bitte? Division Rivals kann man auch nicht mehr spielen, weil das jeder benutzt, um irgendwelche komischen Karten zu bekommen. Jeder macht da Eigentore, jeder macht das und das, jeder macht das und das. Server brauche ich gar nicht darüber reden, über die Server. Da wird nichts weiter ausgearbeitet. Es gibt keine neuen Rewards, es gibt gar nichts, Digga. Wenn ich bei EA eingestellt wäre, ich schwör's euch, ich würde euch das beste FIFA rein von den Modis und so bringen. Aber das juckt die halt nicht, weil die so viel Geld verdienen. Ich habe einen Crush, aber mein Crush hat einen Crush und sie mag mich nicht, Digga. So viele Crushs, Digga.
So viele Crushs. Freunde, es haben 800 Leute gerade beim Gewinnspiel mitgemacht. Wir warten Minimum bis 1500. Elgato off. Zack. Also ihr müsst Hashtag Teenymütter in den Chat. Abonnent des YouTube-Kanals sein, sonst seid ihr gar nicht in der Auslosung hier drinne. Und mir auf Insta folgen und ein Like auf den Stream da lassen. That is it. Ich würde gerne mit euch gerade über das Thema reden, aber der Chat ist gerade halt leider nicht zu gebrauchen. Hier, wenn 1500 mitgemacht haben. Hashtag Teenymütter, Like auf den Stream, Abonnent des Kanals sein. Elgato. Ach, es ist wieder lila. Ehre. Es hat funktioniert. Wir sind nicht mehr blau. Dennis haut 5 Euro aus. Danke, dass wenigstens einer die Eier hat, so etwas anzusprechen. Worüber reden wir? Über das Sex-Thema oder über EA Sports? Vor einem halben Jahr wurde bei Druck ausgeübt, dass ich mal mein erstes Mal habe und jetzt bin ich mit denen nicht mehr befreundet, weil die sich über mich lustig gemacht haben. Ja, Digga, kein Problem. Das ist Schmutz. So eine Leute sind Schmutz. Schmutz vom Allerfeinsten. Ich sag dir so, wie es ist. Du brauchst so welche nicht. Ich habe so viele schlechte Erfahrungen mit Fake Friends gemacht, das glaubt ihr gar nicht. So viel schlechte Erfahrungen. Danke für die 5 Euro, Dennis. Und ja, ich weiß, viele, das ist sehr abschreckend für viele, aber ich sage immer, Digga, irgendeiner muss es ja mal versuchen, das anzusprechen. Wenn jetzt der und der sagt, das ist nicht gut, da kann ich mich halt irgendwie nicht mit identifizieren. Wenn mir jemand sagt, du darfst das und das nicht, das ist das und das, ich beleidige ja niemanden. Ich versuche euch einfach nur zu unterhalten und euch dabei so ein bisschen zu belehren, auf einer halt lustigen Art und Weise. Und wenn mir das verboten wird, das wird mir ja nicht verboten, ich darf es ja machen, ich darf nur nicht ganz krank, ich darf jetzt nicht diese ganz kranke Scheiße sagen. Wisst ihr, aber ich rede nicht über mich, sondern voll viele werden übertrieben eingeschränkt, so du darfst. Manche E-Sportler, Freunde, das müsst ihr euch mal überlegen, manche E-Sportler, da bin ich Hertha dankbar, Hertha hat eine richtig lange Leine bei mir. Da bin ich Hertha so dankbar. Manche E-Sportler dürfen nicht sagen, dass sie FIFA 20 nicht gut finden. Das dürfen die nicht sagen. Das ist krass. Die dürfen nicht sagen, dass die virtuelle Bundesliga nicht gut ist. Die dürfen nicht sagen, dass das Ultimate Team nicht gut ist. Weil EA mit den Vereinen immer zusammenarbeitet und dann sagt EA, oh, euer Spieler hat gegen das Spiel gehatet, was ist da los? Dann sagt der Verein, ein guter Verein sagt, das ist unser Spieler, er hat seine Meinung, wir können das nicht machen. Wenn er das so findet, dann ist es halt so. So, Punkt. Und schlechte Vereine sagen, ja, ihr habt recht, er darf das nicht öffentlich sagen. Es kommt immer drauf an, wie ihr es sagt. Wenn EA zu Tode beleidigt und keine Ahnung was macht, dann ist es ein bisschen scheiße. Aber wenn ihr so sagt, ja, das und das und ich finde das nicht gut, weil es schlechte Server hat. Ich finde das nicht gut, weil das kein vernünftiges Quali-System ist. Ich finde das nicht gut, weil einfach die Spieler, die nicht besser sind, immer belohnt werden und ich finde, es gibt Momentum und sowas. Das kannst du alles sagen. Aber so, Digga, ohne Argumente und so, das ist ein bisschen Quatsch mit Soße. 1200 haben mitgemacht. Wir lösen es gleich auf. Das ist halt das, was mich so stört, Freunde. Man wird so viel, ihr bekommt so vieles gar nicht mit. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich bin einer der ganz, ganz wenigen, der ein bisschen darüber redet. So viele E-Sportler würden gerne über das Spiel haten, machen es aber nicht, weil sie Angst haben, dass der Verein einen rausschmeißt, dass sie dann keine Vorteile mehr haben und das, also Vorteile von EA oder weiß ich nicht was, dass sie von Turnieren ausgeschlossen werden. Digga, wenn ihr Angst davor habt, dass euer Verein, an alle E-Sportler, die mir gerade zugucken, wenn ihr Angst habt, dass euer Verein euch rausschmeißt oder eure Organisation euch rausschmeißt, weil ihr sagt, FIFA 20 ist nicht gut, weil das Spiel einfach deiner Meinung nach, das ist ja deine Meinung, schlechte Server hat. Das Spiel sich einfach nicht gut anfühlt, deiner Meinung nach. Der Content nicht cool ist. Ihr komisch findet, was die machen, wie viele Bugs die haben. Wenn ihr das alles argumentiert
und nicht ausrastet und sagt, EA sind Punkt, 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 die machen so ein Punkt, Punkt, Punkt Spiel, weil ihre Mütter Punkt, Punkt, Punkt und das und Punkt und das, das dürft ihr nicht machen. Aber wenn ihr das so ein bisschen normal sagt und euer Verein euch dann trotzdem sagt, du darfst es nicht, ihr oder eure Organisation, du darfst es nicht, das ist nicht gut, wir können uns damit nicht identifizieren, unterlasst es, dann würde ich mir Gedanken machen, ob das wirklich die richtige, ob das der richtige Verein ist. Weil letztendlich leben die auch von euch. Ist einfach so. Die haben euch nicht ohne Grund unter Vertrag. Die sind auch auf euch ein bisschen angewiesen. Wenn sie jeden zweitbeliebigen FIFA-Spieler hätten haben wollen, und das könnten sie machen. Jeder von euch hier würde, oder sehr viele von euch, würden gerne für einen Bundesligisten oder so, denke ich mal, FIFA spielen. Aber nicht jeder kann es einfach. Nicht jeder kann vor der Kamera sein. Nicht jeder kann vor der Kamera reden. Nicht jeder kann so viel FIFA spielen, so viel FIFA streamen. Das können viele nicht. Und das wissen die Vereine. Und das solltet ihr auch wissen. Euer Wert. Kennt euren Wert. Digga, das ist ja hier so ein Real Talk Stream. Oh mein Gott. Wir losen jetzt das Gewinnspiel auf, weil ich will unbedingt eure Meinung zu allem mal hören. So, ist mir egal. Es haben nicht 1500 mitgemacht. Alles klar. Elgato, achso. So, also Freunde, letztes Mal, wir losen in 20 Sekunden aus. Hashtag Teenie-Mütter in den Chat, Abonnent dieses YouTube-Kanals sein, Like auf den Stream da lassen und mir auf Instagram folgen, weil ihr bekommt diesen Code über Instagram. Gestern hat jemand gewonnen und er hat mir nicht mehr geschrieben, er hat nicht mehr in den Chat reingeschrieben, deswegen wurde es gestern noch nicht mehr, deswegen ging es gestern auch nicht mehr, logischerweise. Der bist ja nicht hier. 20, 19, 18, 17, 16, 15. Ach ja, Supporter haben höhere Chance. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Ah ja. Es hat sogar einen Supporter gewonnen, Freunde. Erik Filbisch, ein Sub, also ein Sub hat gewonnen. Erik, schreib mir gerne, weil, schreib jetzt deinen Insta-Namen hier rein. Ich schick dir den Code nach dem Stream, mein Freund. Erik, herzlichen Glückwunsch, mein Freund. Herzlichen Glückwunsch, du hast das Gewinnspiel gewonnen, Freunde, gönnt ein bisschen. Jetzt kann ich endlich mal auf den Chat eingehen. Ich hätte voll gerne vorhin auf meinen Chat geguckt. Also über das, lass uns bei dem Thema bleiben, Freunde, wie steht ihr denn zu dem Thema? Jetzt mal wirklich, lass uns mal ernsthaft darüber reden. Stellt euch mal vor, ihr seid in der Lage von so jemandem. Iconpack, dann ladet mich ein, Freunde. Iconpack einladen. Ich weiß, ich kann diese Namen einfach nicht nennen von den E-Sportlern, die sich nicht trauen, das zu sagen. Ich rede mit so vielen, aber es macht einfach niemand, weil die Angst haben. Und ich sage zu denen, ey, wenn die euch rausschmeißen wollen, weil ihr sagt, ihr findet das Spiel nicht gut oder ihr könnt das und das nicht machen, dann seid ihr im falschen Verein. Dann sucht euch einen Verein, der das unterstützt. Was braucht man für Leistungen, um E-Sportler zu werden? Mittlerweile muss man eigentlich sich für ein Offline-Turnier qualifizieren, um da ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja, ob es die VBL ist oder ob es irgendein Food Champions Cup ist oder so, das sei mal dahingestellt. Früher war es einfacher auf jeden Fall. Früher konntest du über die Weekend League das alles organisieren. Das ganze E-Sport-Ding in der FIFA-Szene kam ja erst später. Wo ist Sydney? Der macht sich gerade die Haare, der schneidet seine Haare. Einer aus meiner Klasse hat ein Kind mit 15 bekommen. Freund hat sich direkt getrennt und ist durchgezogen. Jawohl. Na, da habt ihr auch den Salat. Das Problem für die ist halt, wenn sie danach keinen Verein mehr finden, deren Haupteinnahmequelle einfach weg ist. Ja, ich weiß. Das stimmt auch. Viele haben halt Angst. Ich darf die Kontrolle nicht haben, mein Freund. Also ich dürfte, aber ich will einfach kein Risiko eingehen. EA, Account Sharing, bla 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 bla. Deswegen übernimm du mal bitte wieder die Kontrolle.
Was meinst du, wie kann man Spiele der Weekend League suchen? Digga, du, was meinst du? Spieler? Auf Foodwiz. Foodwiz. Aber nicht ganz in rein spam. Warum schneidet der seine Haare? Digga, der ist, also, keine Ahnung. Der hat morgen ein Spiel. Ich glaube, Fußballprofis machen das immer vor einem Spiel. Meine Ex markiert mich genau auf ihrem neuen Bild. Als einziger in die Mitte. Hilfe, Digga, dann sollst du da direkt mal einen Block reindrücken. Verstehe ich ja gar nicht, so eine Scheiße. Da würde ich sofort einen Block reinheimern. Eli, streamst du hier? Ja? Schon? Das ist gerade hier ein FIFA-Livestream. Eli, hab's in Insta reingeschickt, alles klar. Ey, Digga. Nicht Mur. Camp ist okay, aber trotzdem, die ganze Zeit England. Ey, ich glaube, die letzten 7 Icons, davon waren 5 England. Das ist so heftig. Trinkst du Alkohol ab und zu, Freunde? So auf Events. So, keine Ahnung, wenn jemand Geburtstag hat oder so, mein bester Freund Geburtstag hat. Auf eine Hochzeit, keine Ahnung, bei so einen Dingern halt, ihr wisst, was ich meine. Silvester. Aber ich bin jetzt nicht so einer, der jede Woche sich besäuft. So. Ich mach das so bei Gelegenheiten und da übertreibe ich auch nicht. Generell ist es keine Empfehlung von mir. Ein bisschen geht so, aber dann solltet ihr auch 18 sein, ne? Immer alt genug sein. Ihr wünscht mir es zu Ende, Freunde. Wie ist es in Wiesbaden? Ich sehe kaum was von Wiesbaden. Ich bin die ganze Zeit bei Sydney zu Hause. Hau rein, Eli. Gute Nacht, mein Freund. Danke, Bro. Ich danke dir, mein Freund. Viel Spaß mit deinem Campel. Danke dir für dein Pack. Ist hier gerade wieder ein Laberstream, Freunde. Wie gestern. Ihr könnt wirklich alles fragen, was ihr wollt. Meinung zum Rassismusvorfall habe ich gestern drüber geredet. Kommt morgen ein Video online. Auf den Stream-Highlight-Kanal. Da können die Mods ja mal das auch reinkloppen. Kini Mütter, Salamu Alaikum. Alaikum Salam. Also wenn ihr Packs habt, ladet mich nochmal neu ein. Ich weiß nicht, welche hier noch, welche richtig ist und welche nicht richtig ist. Ich guck mir mal die Upamecano SBC an. Die interessiert mich aber. Und Haaland, Digga. Ist Haaland immer noch so teuer? Hast du eine Freundin? Ja, Server sind richtig schlecht. Ach, Digga. Ich kann das Spiel nicht ernst nehmen. Tut mir leid. Ist einfach so. Allein die... Ich habe mich schon so oft darüber aufgeregt, ich habe keine Kraft mehr dafür. Ist mit 18 Jungfrau zu sein schlimm? Absolut nicht. Absolut nicht. Jedem das seine, Freunde. Manche sind mit 14 keine Jungfrau mehr, manche sind mit 30 noch Jungfrau. Das ist... Digga, wen juckt es so? Wisst ihr, was ich meine? Das kann doch anderen scheißegal sein. Finde ich. Solange ihr niemanden schadet, Digga, wenn ich Jungfrau bin mit 28 und niemanden damit schade, wen juckt's, Digga? Wenn ich 14 bin und sie schwängere, dann ist es sozusagen, dann ist es irgendwo auch was. Aber wenn du 14 bist und jemanden wegpanierst und alles normal ist, Digga, dann ist es auch deine Entscheidung. Da würde zwar, meine Eltern würden mir, glaube ich, wenn die das alles früher gewusst hätten, was ich da teilweise gemacht habe, Digga, da hätten die mir höchstwahrscheinlich den einen oder anderen... Ja. Nein zu Rassismus, das aktiviere ich sogar. Aber ist es ein Wappen? Ja, aktiviere ich trotzdem. Moauber. So, warte mal. Möchte ich nicht, möchte ich nicht, möchte ich nicht. Möchte ich auch nicht. Die beiden möchte ich. So. Ich bin 22. Meinung zur Politik in Deutschland, Digga. Wenn ich da anfange, dann ich kenne mich da nicht so aus, um ehrlich zu sein. Außerdem, wenn man über sowas redet, da kannst du auch eigentlich nur... Da kannst du nur rasiert werden. Was ist denn das hier? Also. Achso. Ohne da? Achso. Ohne da? Marokkaner, achso. Hab nichts gemacht, ne? Achso. Zu welchem Verein würdest du gehen, wenn Hertha dich rausschmeißt? Ach, da habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Aber ich will auch bei Hertha bleiben. Hertha ist ein Ehrenverein. Verstehe mich sehr gut mit denen. Mit den Verantwortlichen auch. Es ist nicht so, dass es meine Chefs sind, das sind eher so, also natürlich sind es meine Chefs, aber das sind eher auch so, das sind auch Freunde so. Bist du muslimisch aufgewachsen und wenn ja, gehst du ab und zu in die Moschee oder eher nicht so? Ich bin muslimisch aufgewachsen, aber ich bin nicht in die Moschee gegangen. Also, ist halt auch so eine Sache. Jedem das seine, Freunde. Wenn die Allerschlimmsten sind ja die Leute, oh mein Gott, du fastest nicht, du bist ein schlechter Moslem. Oh mein Gott, du gehst nicht in die Kirche, du bist ein schlechter Christ.
Digga, und die Leute, die das zu dir sagen, die knallen irgendwelche Ollen besoffen hinter einer Parkbank weg und die sind dann diejenigen, die dir sagen, Bruder, fasse doch, Bruder, ist haram. Hier, der Allmächtige guckt zu, Bruder, was machst du denn? Und derjenige haut aber, macht eine Sünde nach der anderen, theoretisch. Wisst ihr, was ich meine? Trinken ist ja so, das darfst du alles gar nicht machen. Wenn du das eine machst, dann darfst du auch ohne Sinn. Ja, Fasten reinigt. Ja, Bruder, dann ohne Sinn. Das sind die allerschlimmsten Leute in meinen Augen, die dich dann volllabern. Christen, also bei Christen ist es ja auch so ähnlich. Du gehst nicht in die Kirche, oh mein Gott, du bist das und das. Und diejenigen machen aber trotzdem jeden anderen Scheiß. Die nehmen Drogen, die machen das und das, die machen das und das. Digga, ist alles Quatsch, Kinder. Die trinken Alkohol, aber sagen, Schweinefleisch ist haram. Digga, da bin ich sogar einer davon, ne? Also ich trinke auch Alkohol, aber ich esse kein Schwein. Aber nicht, weil es einfach meine Meinung ist so. Ich will kein Schwein auch essen. Aber solange ich euch allen nicht schade damit, das ist ja an sich nichts Schlimmes so. Wenn ich Alkohol trinke, aber kein Schwein, dann schade ich euch ja nicht, Digga. Was interessiert es denjenigen? Und derjenige, der dich dann voll labert, macht aber andere Fehler, weißt du? Digga, wenn mich jemand volllabert, der noch nie irgendwie eine Sünde gemacht hat, der zu mir sagt, Bruder, du bist haram, du bist Haram-Stempel auf meine Stirn, dann sag ich, okay, Bruder, okay. Öffne mal 125k-Pack, einen Scheiß mach ich, Digga. Diese Scheiß-Packs, das ist das Nächste. Diese Packs, ne, diese Pack-Rate. Gehst du morgen ins Stadion bei Sydney? Ja. Heli, wie chattet man richtig? Wo ist denn Upamecano? Hier. Upamecano, da hätte auch mal Jordan sein können, Mann. Ganz ehrlich, gönnt doch Jordan. 78 Antritt, 89 Sprintgeschwindigkeit. Ist das der? 97, also ich finde, ja, der hat eine geile Karte so, aber es gibt viel geilere. Also was ich lange nicht mehr gesehen habe, sowas Krankes. Wie heißt der von Chelsea, der Innenverteidiger? Wie wird der geschrieben? Na, Digga, wer ist es jetzt? Ah, hier. Digga, das, ne? Ich weiß nicht, wer es von euch mitbekommen hat. Der Typ hat Beweglichkeit 94 als Innenverteidiger. Beweglichkeit 94 als Innenverteidiger. Welchen Block sitzt du? Ist jetzt morgen, Freunde? Wo steht es? O? Gibt's O? Block O? VIP? Block O? Reihe sage ich euch nicht, Platz sage ich euch auch nicht. Block O anscheinend. Ich weiß nicht, ob es da, das steht da halt nicht drauf, Block O. 94 Beweglichkeit hat er. Ich dachte, ich sehe nicht richtig, ne? Das ist komplett geisteskrank. Wie groß ist er? 1,85. 1,85 und 94 Beweglichkeit. Der hat 9 Tage nach mir Geburtstag. Bin älter als er. Unterschied ist er, dass... Ach Gott, wenn ich darüber nachdenke. Wie viel kostet der? Der kostet... Es geht sogar. 700k. 650 oder so. Ich dachte, der wäre teurer, ne? Ganz ehrlich. Für so eine Karte, wenn ich mir Haaland angucke... Hä, hab ich den falsch geschrieben? Digga, wie wird Haaland geschrieben? Ich blamier mich gerade. Nein. H-A-A, Doppel-A oder nicht? Na ja. Nicht mit Doppel-A. Ich dachte auch Doppel-A. Digga. Ja, ich hab's. Diese Karte. 3-3. 3 Sterne Weak Foot, 3 Sterne Skills. Und der kostet 3,5 Millionen Coins. Das ist die größte Verarschung, die es gibt. Das ist die größte Verarschung. Eli mal wieder löst. Digga, aber ohne Sinn. Ich würde mir den niemals kaufen. Ich würde mir den nicht mehr kaufen. Kein Witz jetzt, wenn der 500k kostet. 3 Sterne Weak Foot, 3 Sterne Skills. Gegen gute Spieler macht er kein Tor. Außer bei einem Konter.
auf PC kostet der 4 Millionen, Digga, PC ist lost. Mert hat 1 Euro auf, 1 Euro raus. Worauf achtest du am meisten bei Frauen und was hältst du von Hoffenheim? Ich habe eine Freundin, Freunde. Ich habe immer am meisten auf... Es ist auch wieder ein Tipp von mir an euch. An diejenigen, die eine ernste Beziehung eingehen wollen. Ihr braucht, wenn das Mädchen perfekt aussieht und den geilsten Arsch der Welt hat und alles perfekt vom Aussehen, aber die einfach... Ja, was? Ja, sie braucht 5 Sterne Wingfoot. Wenn sie nicht zu euch passt vom Charakter, ja, dann habt ihr einfach ein Problem. Dann bringt's euch nichts. Dann bringt euch Beziehungen in diesem Thema gar nichts. Da würde ich es lassen. Franz, dankeschön für dein Abo. Mir war es immer wichtig, Freunde, dass das Mädchen, ich würde dem Mädchen nie was verbieten, Digga. Wenn die in den Club gehen will, soll sie machen. Wenn die das und das machen will, soll sie machen. Wenn die sich jede Woche besaufen will, soll sie machen, Digga. Da habe ich gar keinen Nerv für. Aber ich war so einer, ich würde es halt nicht machen. Ich habe ein Mädchen gesucht, die das von sich aus nicht möchte. Ich habe eine Freunde, die war einmal in ihrem Leben in einem Club und es war an ihrem Geburtstag. Keine Ahnung, wann das war, welcher Geburtstag. Da war sie noch jünger. Und die war einmal in ihrem Leben in einem Club, ein einziges Mal. Und es hat ihr nicht gefallen. Die trinkt nie Alkohol. Die wurde griechisch-orthodox erzogen, also übertrieben streng. Sie darf eigentlich nicht länger als 22 Uhr raus, außer sie ist mit mir. So eine Aktion, Digga. Und wenn ihr so ein Mädchen habt und sie süß ist, sie hübsch ist, ihr sie liebt, Digga, dann habt ihr gewonnen. Dann bringt's auch nichts, wenn ihr die größte Granate der Welt als Freundin habt, ja? Aber die jede Woche besoffen im Club ist und mit einem Typen rummacht, Digga, dann was bringt euch so eine Beziehung? Wisst ihr, was ich meine? Ein anständiges Mädchen. Danke, Anis. Das Wort habe ich gesucht. Also ich persönlich habe ein anständiges Mädchen gesucht. Es kann aber auch sein, dass ihr sagt, ich möchte kein anständiges Mädchen. Ich finde es voll langweilig, wenn die immer zu Hause bleibt. Ich möchte ein Mädchen, mit die ein bisschen verrückt ist, die, keine Ahnung, sich... Weiß ich nicht, Digga, wie soll ich das erklären? Nicht verrückt, verrückt war das falsche Wort. Die gerne rausgeht, die sowas gerne macht, auch wenn ich nicht dabei bin, weil ich bin auch so, ich gehe auch jede Woche in Clubs. Ich möchte so ein Mädchen haben. Dann kann es ja auch sein, Digga, dann ist es halt so. Dann ist es halt so. Deine Freundin ist eine Granate, dankeschön. Aber ich rede eigentlich nicht gerne über meine Freundinnen und Freunde on stream. Habe ich auch schon 1000 Mal gesagt. Weil sie hat es mir auch gesagt, manche von euch sind halt leider Gottes Unehrenmänner und geiern dann übertrieben krass. Deswegen wollte ich auch nie meine Freundin... ihr werdet sie nie in einem Video sehen. Ihr werdet auch kaum Fotos mit ihr sehen. Das ist ganz schlimm mit euch, teilweise, ne? Die hat mir Nachrichten gezeigt. Das ist unter aller Sau. Aber na gut, damit muss man immer rechnen. Ich weiß nicht, was andere sehr große YouTuber zeigen ja ihre Freundin öffentlich. Und ich will nicht wissen, was die da für Nachrichten teilweise bekommen. Ich hab ein Iconpack. Dankeschön. Hast du Sonnencreme? Ja. Ihr dürft keine Großbuchstaben schreiben. Solange sie nicht fremd geht, ja, Digga. Solange sie nicht fremd geht, kann sie auch in Clubs gehen. Aber ich persönlich würde nicht mit einem Mädchen, es ist meine Meinung, ihr könnt mit so einem Mädchen ja zusammen sein. Das ist ja auch nicht schlimm, wenn sie so ist. Aber ich persönlich könnte es einfach nicht. Mit einem Mädchen zusammen sein, was jede Woche in Clubs geht, jede Woche Alkohol trinkt. Ich könnte auch niemals mit einem Mädchen zusammen sein, was Zigaretten raucht. Ist einfach so meine Meinung. Ihr könnt mich nicht haten, das ist meins. Das ist... Könnt auch mich die Mädchen nicht haten, weil das meine Meinung ist. Wenn ihr raucht, finde ich euch direkt schon mal direkt raus. Ich brauche ein Mädchen, ein anständiges Mädchen, was nicht rausgeht, was nicht rausgehen will. Wenn sie sagt, Eli, ich möchte rausgehen, dann sage ich, okay, mach, weil ich meiner Freundin noch nichts verbiete. Aber ich möchte ein Mädchen, was gar nicht erst auf die Idee kommt, sowas zu machen. Und wenn sie sagt, sie zum Beispiel, ich gehe ja auch ab und zu in Clubs oder fliege mit meinen Freunden in Urlaub oder gehe auf Homepartys oder mach das und das. Sie sagt, sie verbietet mir das auch nicht, weil erstens lasse ich mir das nicht verbieten und zweitens hat sie vertraut mir so. Weißt du, da gab es auch schon Stress so auch ab und zu sehr oft und es gab auch Phasen, wo es nicht gut lief einfach. Ist immer so in jeder Beziehung, wo dann auch mal Pause voneinander, also wo man einfach Pause gesucht hat und so. Das gibt's immer in jeder Beziehung und dann hat man halt, ja. Aber letztendlich geht's darum, dass ihr, euch gegenseitig vertraut. Rauchst du? Ich rauche keine Zigaretten. Ich rauche ab und zu Shisha, aber sehr, sehr selten irgendwie mittlerweile.
Am besten sind die Weiber, die saufen, trinken und fremdgehen, Kappa. Ja, das ist Quatsch mit Soße. Das ist Quatsch mit Soße. I feel you to 100,000%. Ehre. Dankeschön. Was sagst du, ist Rauchen haram oder nicht? Digga, das hab ich nicht zu entscheiden. Das hab ich nicht zu entscheiden. Ich würde niemandem empfehlen zu rauchen. Das hat in meinen Augen fast nur Nachteile. Ihr gebt so viel Geld aus dafür, dass ihr höchstwahrscheinlich früher drauf geht. Ihr stinkt und das Argument mit es beruhigt mich. Nach einem Essen gibt es nichts Besseres, als eine Zigarette zu rauchen. Das als Gegenargument zu geben, das, ja, da muss ich drüber lachen. Aber das ist meine Meinung. Wie gesagt, manche können darüber... Manche feiern das, manche nicht. Ich feiere das gar nicht. Du kannst von mir aus das Pack öffnen, mein Freund. Setz Quatsch für Soße. Sehe ich genauso. Sag mal kurz, was dir genau an Davis gefällt. Er ist sehr beweglich, muss ich sagen. Er hat 4 Sterne Skills und 4 Sterne Weakfoot. Wenn die Server scheiße sind, ist aber jeder Spieler im Spiel scheiße. Und sie sind gerade scheiße. Kannst du Simon grüßen? Simon, ich grüße dich. Boah. Guardiola. Digga, wir werden gut rasiert. Im ersten Pack-Opening mit den Icons, darüber habe ich ein YouTube-Video gemacht, wurde sie dann und erneut gezogen. Seitdem ziehen wir gar nichts mehr. Ich lese mal ein paar Abos vor. MS Gamer, Marvin Burkhardt, Walking Dead, Felix und Mahid. Auch ein Abo raus. Dankeschön für den Support, Freunde. Wir haben schon die 135.000 geknackt. Das heißt, wir haben 10.000 Abonnenten in einer verkackten Woche wieder dazu bekommen. 10.000 Abonnenten in einer Woche. Wir sind 6.000 Zuschauer um 0 Uhr. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich spiele ja nicht mal FIFA gerade. Ich laber über Gott und die Welt. Ich sehe sogar, wir haben fast 35.500. Wir haben schon fast 500 neue Abos dazu bekommen. Also Freunde, wenn euch das gefällt, lasst einfach ein Abo da. Ich streame 3-4 Mal die Woche. Heute sehr Real Talk lastig, merke ich gerade selber. Aber es macht auch Bock, finde ich gerade. Über so diese ganzen Themen zu reden. Ich weiß auch, dass viele von euch jünger sind und diese ganzen Probleme noch gar nicht haben oder... Die haben das einfach noch nicht. Viele sind auch älter hier im Chat, die sagen, Eli, ich weiß ganz genau, was du meinst. Viele sagen auch, Eli, halt dein scheiß Maul, du bist voll der Knecht, was laberst du da für eine Scheiße? So, gibt's auch. Der Arme hat Guardiola schon, Digga, das ist echt traurig, ich schwöre. Der wurde gerade gut rasiert. 85er und 87er Guardiola. Aber du kannst safe, irgendwann gibt's eine SBC oder so, wo du Icons abgeben kannst, mein Freund. Behalte die einfach im Verein. Irgendwann ziehst du was. Das ist echt bitter. Guardiola doppelt. Bin in der 11. Mädchen in der 10. Wie Kontakt aufbauen? Digga, ihr labert die an. Ich sag ja immer persönlich ansprechen. Ihr könnt einen Test machen, Freunde. Das merkt ihr dann direkt. Bevor ihr die ansprecht, könnt ihr mal ein paar Fotos von der liken. Yes, you think I'm really back, yes? Und wenn sie dann zurückliked, dann weißt du, okay, da, die findet dich anscheinend hübsch. Und wenn, dann kannst du sie ansprechen. Aber wenn du was likest und so und da kommt gar nichts zurück, dann würde ich mir das auch nochmal überlegen. Aber Instagram ist so ein guter Vorführer, so ein Anfühler. Wie bei Bienen, diese Fühler. Sind das Bienen? Was sind das für scheiß Tiere? Bienen? Schmetterling, ich weiß nicht, Digga, irgendein Tier hat Fühler. Mbappé, ey, der ist so lost, Digga, der ist so viel zu teuer, Mann, aber ich kann ihn jetzt nicht mehr verkaufen. Ich kann ihn nicht verkaufen, der ist zu teuer. Gali, Tryhard, Julius, MS Gamer. Ja, Digga, ich hab den für 1 Million zu teuer geholt. Der ist wieder da und der hat wieder Energie. Bruder, Likes bedeutet auch nichts. Nein. Bruder, Likes bedeuten auch nichts, aber sagen wir, ich möchte ein Mädchen ansprechen und ich lasse vorher ein Like da. Und ich lasse vorher ein Like da und sie liked zurück, dann weiß ich schon mal, okay, die findet mich anscheinend auch hübsch und dann kannst du sie ansprechen. Jo Leute, ich geh gleich schlafen. Meinung zu Martinez Richardson, den wollte ich mir gerade angucken. Alter. War vorhin 6200 sogar. Jetzt zeig mal deine Frisur. Man sieht nicht mal Unterschied. Der Stuhl, Digga, du musst den Stuhl ölen. Du musst diesen Stuhl ölen, Digga. Gute Nacht, Zinning. Gute Nacht, Jungs. Der Hund. Danke, Marcel. Wie heißt denn der Lautaro?
Moin, Meister. Kennst du die Mädchen, die übertrieben hübsch sind, aber reden wie Azad von der Straße? Ja, normal kenne ich die, mein Freund. Normal kenne ich. Hallo. Das sind mit die schlimmsten von allen. Das sind mit die schlimmsten von allen, Freunde. Verstehe die auch ehrlich gesagt nicht. Ey, ich nehme heute die Decke, ja? Mein Junge. Du bist krank, Mann. Nur weil es hier 47.000 Grad sind. Minus Grad. Gesundheit. Ja, siehst du, das ist krank. Krank, deswegen, wegen mir. Wir haben einen neuen Sub reinbekommen, Ehrenmann. Blueberry Coconut, Dankeschön für deinen Sub, mein Freund. Lautaro Martinez kostet 2 Millionen, lol. Okay. Lol. Ja, Freunde, das ist das, was ich zu den Mädchen sagen kann. Weil hier gerade wieder die Fragen reinkommen. Ich könnte das. Könntest du, sei mal ehrlich. Nee, könntest du mit einem Mädchen zusammen sein? Was jede Woche in Clubs geht. So. Und sie sagt, geh du auch in Clubs, aber ich will auch in Clubs gehen. Nein. Könntest du mit deiner Beziehung führen? Das hat keinen Sinn. Ja. Wenn schon, geht man dann zusammen. Könntest du mit jemandem. Mal. Ja, genau, selten, Digga, sehr selten. Also da kann eigentlich auch nur Stress passieren in meinen Augen. Digga, wenn du mit deiner Freundin in den Club gehst, da ist es höchstwahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich, dass. Da sind dann Mädchen, die du kennst. Genau, da sind Mädchen, die du kennst. Oder da sind dann Jungs, die sie antanzen. Digga, da kannst du, das ist nicht clever. Du kannst ab und zu mal Spaß haben. Ja, das geht so schon. Mit Freunden kannst du ja mal rausgehen. Aber ich finde, Club ist der komplett falsche Ort. Für Pärchen einfach. Das ist bitter. Das ist echt nicht geil, Digga. Ich war mal mit meiner Freundin auf dem Geburtstag, ja, von einem Kumpel von mir. Und da sind dann halt auch Leute, die du nicht kennst, logischerweise. Und da war ich ja mit meiner Freundin und du bist ja nicht die ganze Zeit mit ihr zusammen unterwegs, so. Und dann hat einer von denen, von Jungs, also ein paar Leute, da waren halt Jungs und die haben halt meine Freundin angemacht. Und dann hat es mir meine Freundin erzählt, Digga, und dann ist direkt Stress, dann passiert das, dann gehst du zum Typen hin, dann sagst du denen, okay, hör mal zu, so, das ist meine Freundin, du machst hier gar nichts. Und dann fühlt sich der Junge angegriffen, was willst du mir denn erzählen? Und dann Stress, zack, zack, zack. Das ist immer so, Digga. Wenn dann noch Alkohol im Spiel ist, dann hast du richtig verkackt. Eli, hattest du schon mal Stress gehabt wegen YouTube-Hustle, weil du dadurch wenig Zeit mit deiner Freundin hast? Hatte ich, um ehrlich zu sein, Alter, hatte ich auch schon, ja. Aber sie versteht es mittlerweile. Also am Anfang war es halt, Freunde, mittlerweile, ich sehe meine Freunde manchmal höchstens einmal die Woche, Mann. Also es gibt Wochen, da sehe ich sie einmal die Woche. Aber ich habe mir das erklärt, ich habe gesagt, hör mir zu, Sydney ist wie eine Hausfrau. ich habe gesagt, das ist gerade eine wichtige Phase und so, das ist mit das wichtigste Jahr in meinem Leben. Und das muss ich einfach durchziehen. Und das ist dann auch so eine Sache, sie hat dann nicht gesagt, okay, das und das und nein, du musst Zeit für mich haben und das. Ist YouTube wichtiger? Ja, genau, ist die YouTube wichtiger? Hör, gib mir jetzt dein FIFA. Sondern sie hat gesagt, okay, sie findet es nicht gut so, sie würde gerne sich wünschen, dass ich mehr Zeit für sie habe, aber sie kann es verstehen. So, das sind so eine Sachen. Das sind so eine Sachen. Im Club laufen hunderte Killis rum, so schlimm, ja, genau. Und dann die Leute. Digga, wenn da ein Mädchen, du bist mit deiner Freundin im Club und da haut ihr jemand auf den Arsch. Digga, wie oft das passiert so einfach. Wie oft Jungs einfach ein Mädchen am Arsch fassen im Club. Und du siehst es dann, Digga, dann musst du ja was machen. Und das Mädchen kann ja nicht mal was dafür, so theoretisch, wenn ihr jemand am Arsch fasst. Weil da ist schon Stress vorprogrammiert. Club ist der komplett falsche Ort in meinen Augen für ein Pärchen. Digga, direkt eine Bombe, ja, siehst du, und dann. Keine Ahnung. Man kann ja mit seinen Freunden mal was unternehmen. So. Du kannst sowas ja mal machen. Aber ich persönlich, keine Ahnung, Club ist da sehr, sehr kritisch. Da ist sowas wie eine Bar oder ihr mietet einen Raum, wo dann nur Freunde sind. Aber so, ja, sowas geht klar. Kommunikation ist auch immer ganz wichtig in der Beziehung. Ja, normal, Digga. Wenn du deiner Freundin oder sie dir nicht sagt, was euch an dem stört, dann habt ihr verkackt. So. Dann bringt es euch nichts. Dann. Was bringt's euch, Digga? Wenn ich meiner Freundin sage,
Sagen wir, sie hat eine hässliche Hose an und ich sag, du siehst übertrieben scheiße in der Hose aus. Zieh die nicht mehr an. Ich finde, das ist Quatsch. Und sie heult dann rum und sagt, hey, findest du mich fett? Sondern sie sagt, okay, danke. Ich werde sie nicht mehr anziehen, aber du siehst genauso scheiße aus, du scheiß Knecht, wenn du eine Jogginghose anhast und du holst nicht mal ein 30-0, du Opfer, du bist ein Knecht. Wenn sie das zu mir sagt, sage ich, okay, dankeschön, ich versuche ein 30-0 zu holen und ich ziehe in Zukunft diese Hose nicht mehr an. Probleme aus dem Weg geschafft, so. Aber wenn ihr euch das nicht gegenseitig sagt, dann geht ihr euch gegenseitig auf den Sack. So. Wenn sie anfangen würde zu rauchen, würde ich ihr auch sagen, ja, bla bla bla. Junge, YouTube backt ja, so rum, ich habe 0 Zuschauer. Nö. 0 Zuschauer steht bei mir. Irre. Wirklich, ey. YouTube, Tippy Stream, alles buggt. EA Sports, Vancouver, Canada. Alles ist am rumbuggen. Achso. Ich hab rein, Friede geschlafen. Friede geht ins Bett, Freunde. Stream ist off? Nein, die verarschen mich. Ich hab grad nachgeguckt, das andere. Eli, Digga, guck dir Punisher an, hab ich schon. Ich hab erste Staffel geguckt, Digga, dann war ich irgendwann raus. Ja, bei mir stehen 0 Zuschauer, keine Ahnung, was es ist. Hast 4 Zuschauer, na dann. Achso, gute Nacht. Ja, also Leute, wenn ihr Probleme mit eurer Freundin habt, dann, oder wenn Mädchen mir zugucken, wenn ihr Probleme mit euren Freund habt, dann redet darüber, dann geht der Sache auf den Grund. Und eiert da nicht so rum. Ihr seid erwachsen oder vielleicht seid ihr auch nicht erwachsen. Aber ihr müsst da ein bisschen was machen. Ihr müsst da ein bisschen was dagegen unternehmen. Wie merkt man, dass man in jemanden verliebt ist, Bruder? Das kann ich dir nicht erklären. Wenn ihr jemanden liebt, dann werdet ihr das schon irgendwie, dann werdet ihr das schon mitbekommen. Meistens ist so Eifersucht und so, finde ich, der erste Weg. Oder wenn ihr jemanden sehr vermisst. Ihr merkt höchstwahrscheinlich, ob ihr Mädchen, ob ihr Gefühle für der habt, wenn ihr so zu Hause sitzt oder so und ihr ganz halt an sie denkt und oder ihr Mädchen ganz halt an den Typen denkt und ihr eifersüchtig seid, so da sind so die ersten Indizien dafür. Sydney ist schlafen, Freunde. Der ist nicht mehr hier. Der hat morgen früh ein Spiel. Hast du James Futures da? Nee. Ich habe Luka Modric, der schlechteste Fußballer der Welt ist. In FIFA. Er ist so schlecht in FIFA. Ich würde den so gerne abstoßen, aber ich würde es bereuen. Wann hattest du dein erstes Haar am Sack? Weiß ich auch nicht, mein Freund. Kann ich dir nicht beantworten. Damals war das alles viel geiler, wo man noch keine Sackhaare hatte. Voll gechillt, Digga. Musste man nie rasieren und so. Mies gechillt. Wo man noch keine Haare irgendwo hatte. Mies geil. Ich schwöre, war mies geil. Ja, ohne Spaß. Einfach kein... Digga, du musstest nichts, nie rasieren, nie irgendwas wegrasieren. Keine Achsehaare, keine Schamhaare. Du bist einfach aufgestanden, war glatt. Ehre. Digga, jetzt, wenn ich mich 5 Wochen lang unten, 5 Wochen wahrscheinlich, wenn ich mich 2 Wochen unten nicht rasiere, Digga, dann bist du an Amazonas-Regenwaldgebiet. Ist so dicht bevölkert da. Zeichen, dass jemand auf jemanden steht, das ist auch eine gute Frage. Wenn jemand auf dich steht, Digga, dann... Mädchen sind ja generell bei sowas, finde ich, immer ein bisschen lost. Weil die machen nie den ersten Schritt, ich schwör's euch. Ihr müsst da immer so krass spekulieren. Das ist wie beim Poker, Digga. Gute Nacht, meine Kleine. Gute Nacht. Wie beim Poker. Ihr wisst einfach nicht. Ist das jetzt. Mag die mich oder mag die mich nicht so? Bei Jungs ist es ein bisschen einfacher zu checken. Edi, ich hab dich in meiner Story erwähnt. Ehre. Also, ich sehe von jedem, der mich in der Story erwähnt. Das sehe ich immer. Wenn ich die Story witzig finde oder so, dann reposte ich das auch manchmal. Es gibt keinen besseren Streamer als dich, Ehrenmann. Guck
Guck mal, ich hab gar keinen Bock auf FIFA, Mann. Ich würde am liebsten die ganze Zeit, wir machen gleich Just Chatting, ich schwöre. Ich spiel FIFA, ich will die ganze Zeit, dass das Spiel zu Ende ist. Bitte durch Stramm. Wo seid ihr in Wiesbaden? Keine Ahnung, Digga. Ich weiß nicht, wo wir hier sind. Ich kenn mich hier nicht aus. Ich habe auch noch nicht so viel von Wiesbaden gesehen. Möchte sein. Das Einzige, was ich gesehen habe, ist Sydney's vier Wände hier. Ahem, 19 Minuten Spiel zu Ende. Die sollen wirklich gleich quitten. Bisschen Scribble, dies, das. Ja, ein bisschen labern, Digga. Ich guck mir gleich noch ein paar Preise an. Schimmelkopf wird jetzt quitten. Schimmelkopf, bist du ein Ehremann? Bart Heilbrunn. Du bist der Beste, kannst du Niki grüßen. Niki, ich grüße dich. Edi, wie war das Essen bei Sydney für dich gemacht hat? War echt nicht schlecht. War ein bisschen scharf. Aber sonst, ich bin nicht so der scharfe Esser. Mika, Bruna, Pufka, Erwin, Höfner, Adero und Dominik Fröhlich, Simon und allen Abo raus. Dankeschön für die Abos, Freunde, auf diesem YouTube-Kanal. Wie gesagt, ey, ich hab grad nachgeguckt, wir haben einfach 10.000 Abonnenten in einer Woche gemacht. Hilfe! 10k, habe ich gar nicht mitbekommen. Scharf Beste, ja, scharf ist ganz geil, aber nicht zu scharf. Reagier auf Videos, dann werde ich gesperrt, Eidos. Das habe ich schon mal damals gemacht, ich werd, man wird dann immer rasiert auf YouTube. Das kannst du hier nicht machen. Schwarze Löcher, ist das Universum endlich. Es gibt so einen Typ, Digga, ich weiß nicht, wie der heißt, der mit der Brille, der hat so geile Themen immer, kennst du den? Wie, Terra X? Nein, wie heißt der YouTube-Kanal? Freunde, wie heißt dieser YouTuber, der mit der Brille, dieser ein bisschen ältere, der immer so über das Universum und über Gott und die Welt redet? Der hat 500.000 Abonnenten oder so. Boom. Yo, Luka Modric. Harald Lesch. Ich weiß nicht, ob's, der könnte es sein, Harald Lesch. Harald Lesch. Guck dir Harald Lesch an. Das ist ein Ehrenmann. Habe ich mir auch schon 1000 Mal angeguckt. Das ist ein richtiger Ehrenmann. Ja, sag ich doch, Terra X. Ja, genau, Digga. Der erklärt es auch cool. Ja. Kriegt John eine Future-Star-Karte? Anscheinend nicht, Freunde. Anscheinend nicht. Ja. Hat er ein Video? Wo sind die Aliens? Ehre, Mann. Digga, 2,1 Millionen Aufrufe. Bei dem läuft richtig gut. Der macht ja auch viele Videos, der ist voll aktiv. Du wirst bei Videos nicht gesperrt, nur Musik. Ich will, Freunde, ich weiß, viele von euch werden es nicht verstehen können, aber ich werde kein Risiko mehr eingehen. Ich wurde 3 Monate von YouTube gesperrt. Und ich bin ja derjenige, der jede Woche neue Richtlinien von YouTube geschickt bekommt. Du darfst das nicht mehr machen. Tschüss, Digga, wie geht der rein? Digga, du musst einen Tick leiser machen. Ich höre jeden Scheiß. Ja. Mach Draker, das ist eine gute Idee. Wo hast du damals in Tempelhof? Ich habe damals in Tempelhof gewohnt, da Platz der Luftbrücke. Harald Lesch ist ein Ehrenmann. Bruder, wohne direkt Platz der. Wo wohnst du da? Wo wohnst du da genau? Ich kenne mich da, also. Ich habe da 6 Jahre gewohnt. Bin seit 6 Monaten von meiner Ex getrennt und liebe sie noch. Was tun? Bruder. Was ist.
Digga, das ist sehr schwer, sowas. Wenn du sie noch liebst, kommt immer drauf an, hast du Schluss gemacht? Warum hast du Schluss gemacht? Ich kann niemals ein Mädchen, zum Beispiel, wenn das ein Grund war. Ich bin da ganz anders, Freunde. Ich bin der Meinung, wenn ihr euch getrennt habt, weil ihr euch zu oft gestritten habt, weil du fremdgegangen bist, weil sie fremdgegangen ist, dann, Digga, dann war es einfach nicht die Richtige, so. Dann soll es so sein. Da sollte man abhaken und weitermachen. Hast du Abnehmtipps? Ich hab so einen Diätplan, so einen groben. Ich habe mir Benji einen Diätplan gemacht, Freunde. Der ist in meiner Insta-Story unter Highlights und bei Fitness. Da hat Benji mit 5 Kilo oder so abgenommen in einem Monat. Den könnt ihr euch gerne mal angucken, aber das ist halt nicht. Das ist keine Formel gegen alles, so. Dann kriegst du hier 2 Gegentore, weil du dich einfach nicht mehr konzentrierst. Kann man mit seiner Freundin am Wochenende machen. Digga, geht in eine Shisha-Bar, trefft euch mit anderen Freunden, geht bowlen, geht im Park, geht ins Kino, geht was essen, da gibt's 1000 Sachen. Du bist der sympathischste YouTuber, den ich kenne. Dankeschön, Moritz. Steh auf meine beste Freundin, was tun, sag's ihr. Oder, keine Ahnung, geh mal die Sache ein bisschen, sprech sie mal, oder fühl mal so ein bisschen. Finde heraus, ob sie dich hübsch findet, das ist so das Erste. Ob sie dich nett findet, ob sie dich lustig findet. Ey, Digga. Dieses Scheißteil. Und dann, wenn ja, dann kannst du ja mal so versuchen. Ich fand's immer gut, so über Freundinnen sowas zu machen. Hä? Was war das denn? Über Freundinnen immer so ein bisschen. Das fand ich immer ganz gut. Weil die Freundinnen können einen immer sehr gut ins Spiel bringen. Wenn sie so sagt, ja, der ist doch voll süß und so und trefft dich doch mal mit dem oder macht mal, der ist doch voll lustig, Digga. Und dann reden die es ihr ein und dann geben sie euch eine Chance und dann könnt ihr es eventuell hinbekommen. Feier deine ehrlichen Worte, Kuss geht raus, danke. Was drückst du auf der Bank? 120 Kilo, maximal, also einmal. Max Rep 120 Kilo, guter Kopfballer. Wie oft gehst du trainieren? Digga, ich war früher 5-mal die Woche, das habe ich auch durchgezogen, ein halbes Jahr lang. Mittlerweile, ich habe so viel zu tun, YouTube, E-Sport, technisch. Also gerade ist es mit die anstrengendste Phase, finde ich sogar. Weil das nochmal so die letzte Phase ist, wo FIFA ein bisschen relevant ist. Und ja, da habe ich echt nicht so viel Zeit, aber ich gebe mein Bestes so 3-4 Mal mittlerweile. Ist auch okay, aber es geht mehr. Gute Netflix-Serien. Breaking Bad, wenn du es noch nicht geguckt hast. Breaking Bad und Blue Mountain State sind meine Lieblingsserien. Aber Blue Mountain State gibt es nicht mehr auf Netflix, es gibt nur noch den Film. Vollgelaufen, dein Stream gucken ist das Beste. Das ist schön. Abos lesen wir gleich vor, Freunde, wenn der Ball im Aus ist, kommen ja immer hier welche wieder rein. Insta kann ich auch gleich mal wieder ein paar vorlesen. Blacklist ist geil. Habe ich angefangen, irgendwann habe ich dann aufgehört, keine Ahnung. Ich habe auch gar nicht die Zeit für Serien. Alle denken ja, E-Sportler, YouTuber haben todes viel Zeit. Ich schwör's euch, diese Kombi E-Sport plus YouTube ist... Auf lange Sicht ist das geisteskrank. Aber ich beschwere mich ja nicht, ich wollte es ja. Sag nur, dass es nicht so ist, wie es alle sich vorstellen. Besonders wenn man so viel hustelt wie ich. Ich bringe ja jeden Tag eigentlich was. Ein Stream oder ein Video. Oder irgendwas ist immer im Internet von mir. Stream Highlight Video. Ich gebe mir ja immer Mühe, so auch Social Media technisch. Ich war jetzt eine Woche im Urlaub, Freunde. Ich habe eine Woche oder 8 Tage oder so war das kein FIFA gespielt. Man merkt es so krass, ne? Finde ich.
war ja in Mexiko und hab gar nichts mit FIFA am Hut gehabt. Man ist voll raus, Digga. Sonst, du musst ja immer so ein paar Spiele machen. Das bekommt ihr ja immer gar nicht mit unter der Woche, aber ich trainiere immer so ein, zweimal unter der Woche einfach mit anderen Profis. Und ich bin auch immer viel besser gegen Profis, muss ich sagen. Gegen Profis bin ich motiviert, da kann ich ganz anders spielen und so. Aber hier, so Weekend League und wenn du dann nicht trainierst und so voll raus bist, dann man merkt es heftig. Problem ist, die beste Freundin meiner Freundin hasst mich. Ja, das ist natürlich echt ein Problem. Die beste Freundin deiner Freundin, aber wenn ihr schon zusammen seid, ist das scheißegal. Ja, ich kenne das. Ich mag die Freundinnen von meiner Freundin auch nicht. Das weiß meine Freundin auch. Aber meine Freundin kommt gut mit den Freunden von mir klar, so. Meine Freunde sind ja auch alle lustig. Ihre Freundinnen hasse ich, mag die alle gar nicht. Edi, feier dich als Person, dankeschön. Mein Freund. Es hat aber auch eine Vorgeschichte, soll ich erzählen? Komm, wir bleiben mal persönlich. Ich mag einer ihrer besten Freundinnen nicht, weil die früher immer, ich weiß nicht, wie sie jetzt drauf ist, ich habe keinen Kontakt mit der und meine Freundin redet auch gar nicht mehr von ihr, weil ich sie wirklich sehr, es ist nicht so, ich mag sie nicht, sondern ich hasse sie, so. Hört sich hart an, ist aber so. Die wollte mit meiner Freundin, sie hat sie immer voll angestiftet, komm doch mal mit feiern, lass uns Spaß haben. Und da habe ich immer gesagt, geh nicht auf den Sack, du Hässliche, und bin da voll ausgerastet. Und sie dann immer, oh mein Gott. Und da habe ich mich richtig mit der gestritten und habe ihr eine richtig kranke Ansage gemacht. Nur, dass sie so eine scheiß, Mann ey, jetzt kriegst du hier ein 4-4, nachdem du 3-0 geführt hast. Oh mein Gegner, warte mal ganz kurz, ich will das Spiel nicht verlieren. Und er lässt sein Tor. Digga, du bist krass schlecht. Wenn ich mich konzentrieren würde, hättest du das Spiel 5-0 verloren. HSV als Dingster. Na gut. Geh doch rein, Digga. Ich wollte keine Ecke haben, weil ich wusste, dass ich ausgekontert werde. Wenn ich das Spiel verliere, brechen wir die Weekend League ab, Freunde. Kein Witz. 3-0 verspielt, 3-1. Ich hab 3-0 geführt, 3. Nee, ich weiß gar nicht mehr. Was ist das für eine Ballername? Ach, scheiß drauf. Schießt da bitte abweifen. Habt ihr die Ballername von Vieira gesehen? Ja, Digga, das kannst du. Ich hab nichts gedrückt, das kannst du einfach nicht ernst nehmen. Bart Heilbrunn, das ist Schimmelkopf, oder? Der war so schlecht. Der war richtig schlecht. Das ist ein Deutscher, wenn du meinen Stream guckst, nichts gegen dich, aber wenn du dein Tor lässt und so, nachdem ich hier nichts mache, dann bist du für mich einfach nur, ja. Ach, scheiß drauf. Krieg mich gar nicht mehr auf. Diese Lex. Mann. Vieira ist so, lässt sich so schlimm spielen gerade.
Ich schwöre, das macht gar keinen. Ich führe 3-0, Digga, und dann einfach nur. Es ist aber so, als wenn nichts mehr funktioniert hier. Bist du 3-0, Digga. Und 4-2 habe ich auch geführt. Ja, dieses Schmutzspiel, ich kannst du einfach nicht spielen, wenn du dich nicht konzentrierst. Ah, oh, ich hab schon gedrückt. Kein Foul, ich wollte schon sagen. Das kann doch nicht sein, irgendwie. Okay. Das ist... Mbappé Totti, 5 Meter vom Tor. Oh, wo ist Sydney? Antwortest du auf alle Insta-DMs? Digga, ich antworte nicht mal annähernd auf alle Insta-DMs. Ich bekomme Minimum 600-700 Anfragen am Tag oder Nachrichten. Das ist unmöglich für mich, alles zu beantworten. Ich gebe mein Bestes, aber es ist nicht einfach. Oha, Depp, ja, weil der spielt wie ein richtig ekliger Typ. Ich führe 3-0, ich skippe alles weg. Er macht bei jedem Tor irgendeine Scheiße. Und freut sich in Kullerkicks. Ja, Teampressing an, Digga, und... Ah, scheiß drauf, Eli. Reg dich nicht auf. Na. Muss schlafen bei, hau rein, mein Freund. Hat Sydney jetzt eine zweite Pro-Player-Pack bekommen? Nee. Niente. Sydney schläft. Kannst du mich grüßen? Robson, ich grüße dich. Weird Talk, bist zu schnell.
Was denn? Was meinst du? Bist du NBA-Fan? Nein, Freunde, ich habe gar keine Ahnung von NBA. Ich hole immer diese T-Shirts, weil die gut aussehen, aber ich habe wirklich gar keinen Plan von NBA. Warum hast du deine Freundin gezeigt? Weil so viele es wissen wollten. Und ich werde es nicht so oft machen. Ich habe es nur einmal gemacht. Stark gespielt, Bibi. Mo, was suchst du hier im Chat? Wie spät ist es bei dir in Brasilien? Wie spät ist es bei dir? 8 Stunden oder so, ne? Vor oder zurück, das weiß ich noch nicht. Da, 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 da. Bin müde, aber bleib trotzdem am Start. Dankeschön. Nein, 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 die Bärf meiner besten Freundin, auf die ich stehe, hasst mich, weil sie... Ach so. Vorne da? Ach so. Marokkaner, ach so. Meine Freundin steht auf meinem Bruder, Digga, dann direkt mal wegstoßen von der Bettkante, so eine Scheiße. Digga, wie kann man denn sowas machen? Meine Freundin steht auf meinem Bruder. 20.30 Uhr. Dann geht jetzt langsam mal anfangen zu trinken, Digga. Bisschen Chayas in Rio wegknallen. Flexst du oft mit deinem Jürgen? Immer. Gönn dir Valverde statt Modric, Digga. Ich finde Modric, den werde ich auch jetzt hier. Der ist so schlecht, ey. Der macht so viel Scheiße irgendwie. Aber wen soll ich mir da kaufen? Gibt's keinen. Weil ich brauche auch Spieler für, fürs SBB wieder. Weißt du? Deswegen kann ich da nicht jeden zocken. Nee. Ich muss Modric da spielen, ohne Sinn. Ach, Digga, wen juckt Weekend League? Wir werden einfach Modric da spielen. So oder so, scheißegal. Sag nichts Schlechtes über Modric. Ich schwöre, der ist so kacke. Der Young Totti, ach ja, ich weiß, ich könnte mir den holen, aber trotzdem. Bester und ehrlichster YouTuber, Dankeschön für 3 Euro, mein Freund. Ich lese mal ein paar Spenden und so vor. Timo hat 3 Euro raus, Patrice haut 1 Euro raus, Franz haut 5 Euro raus. Hey Eli, was unterscheidet die Gegner WL zu deinen Gegnern als E-Sportler? Kann man das vergleichen? Es gibt ja auch welche, die sagen, der Knecht schafft keine 3-0, wie kann der E-Sportler sein? Liebe Grüße, feier dich. Dankeschön für 5 Euro, Franz. Also ich kann dir sagen, die Weekend League, es gibt Leute, die holen 30-0 Weekend League und fliegen dann im Online-Qualifier 0-3 raus, weil sie einfach nicht gegen Profis spielen können. Weekend League hat einfach auch viel was mit Matchmaking zu tun. Wie oft gewinnst du im Elberschießen? Wie viele? Es ist ein Riesenunterschied, ob du 2 Elite-Einspiele abbekommst oder 6 zum Beispiel. Wisst ihr, was ich meine? Das sind 50-50-Spiele, deswegen Weekend League ist einfach nur Content. Wisst ihr, wie viele E-Sportler keine Weekend League mehr spielen, weil die einfach gar keinen Bock mehr haben? Guck mal, ich kann mal gucken, wie viele hier es sind ja jede Woche neue, die nicht sich anmelden und so, die gar keinen Bock darauf haben. So, das sind alles E-Sportler, warte mal, das weiß ich nicht. Ah doch, ersten E-Sportler. Alan. Ideals ist ein E-Sportler, ersten E-Sportler, Stylo ist ein E-Sportler und die haben alle kaum Spiele und ich sage euch, 90% oder okay, so viele werden die Weekend League nicht zu Ende spielen, weil es einfach ein richtiger, nicht ernstzunehmender Modus ist. Ich hasse diesen Modus, aber ich spiele es nur wegen euch, Freunde. Ich schwör's euch. Valverde, Eli, bitte Valverde, wie teuer ist denn Valverde? Alle wollen Valverde haben. Ich kann da spielen, wen ich will. Die Server sind die größte Frechheit da. Werden alle scheiße sein. Aber wenn ihr unbedingt wollt. 1 Million, ey. Eine Million kostet Valverde. Nee, Digga. Kann ich euch jetzt sagen, dass der nicht sein Geld wert ist. Luca hat 2 Euro raus, hol Valverde oder ich kündige VIP. Digga, der wird niemals 1 Million wert sein und dann werde ich wieder Minus machen. Ich werde mir den nicht holen. Ich habe keinen Bock auf dieses Minus-Gemache jedes Mal. Der muss... Du gebürtiger Real-Fan. Ach, ein Scheißdreck. Modric in Rot, Digga. Wen juckt Weekend League? Wen juckt es? Der nächste Qualifier ist in 3 Wochen. Also Phase 2 ist in 3 Wochen.
Da bis dahin könnte man sich jetzt die Eier hin und her schaukeln. Der ist krass. Hol dir Jung Totti. Ich hab keinen Bock, Kili, denn ich werde wieder SBBs die Woche aufnehmen und dann muss ich wieder De Jong verkaufen. Weil ich wieder mir dann Spieler kaufen muss. Deswegen, das hat gar keinen Sinn. Ich spiele einfach so. Du musst zu deinem Land stehen und Liverpool-Fan sein. Hä? Achso, mit Mo Salah? Ich bin noch Liverpool-Fan, wegen Salah. Eli Iconplex. Iconpacks. Ach ja, stimmt, Freunde. Wenn ihr Iconpacks habt, könnt ihr mich auch gerne einladen. Und danke hier für 5.500 Zuschauer. Wir sind die ganze Zeit eigentlich über 4.000 Zuschauer. Ich glaube, wir waren vorhin mal kurz 6. Mittleres Iconpack, Eli Geller. Ich weiß nicht, ob ich da schon drin war. Z Love My Pumpy. Sidney hasst mich so krass. Mozic ist bei mir anders gut. Ich komme doch immer auf den Spielertyp an, Eldos. Ich finde den nicht gut. Manche finden R9 gut, manche finden R9 nicht gut. Manche finden Eusebio gut. Es kommt immer drauf an, wie man spielt. So. CR7 ist so Schmutz. Auf die SCN. Eli, wann machst du Donnerstag Rewardstream? Weil immer wenn du... Donnerstag werde ich so um 17 Uhr, 16 Uhr irgendwie sowas mal anfangen zu streamen. Also es wird nicht früh sein, der Donnerstag-Stream. Da könnt ihr euch auch was gefasst machen. Weiß halt nicht, ob... Weil viele werden ungeduldig und werden die Packs direkt öffnen, wenn sie von der Arbeit oder Schule kommen. Und das wird halt von der Schule eher gesagt. Und die meisten sind halt vor 17 Uhr oder so zu Hause. Davis ist krank, oder? Ist okay. Kannst du auf Insta DM antworten? Ist wichtig, Digga. Soll ich euch zeigen, wie das bei mir Instagram-mäßig aussieht, damit ihr mich mal versteht? Ich zeige euch jetzt mal nur die letzten 24 Stunden, okay? Bei Anfragen. Nicht nur, das ist jetzt auch, damit ihr es nur checkt, dass es nicht einfach für mich ist. Die letzten 24 Stunden. Zeige ich euch jetzt mal. Und es sind nur Anfragen, das ist nicht, das ist nicht mit den Leuten, mit denen ich schon schreibe, denen antworte ich ja auch immer noch ab und zu. Digga, wie lange ich hier scrollen muss. Hier so. Also, letzten 24 Stunden. So. Damit ihr, hä, warum antwortet er nicht, warum antwortet er nicht? Guckt euch das mal jetzt an. Sieht man das, dass es ein Tag ist? Ein Tag. So. Guckt euch das mal jetzt an. Guck mal, die Leiste rechts geht nicht mal hoch. Oh. Nein. Hä? Hab ich gerade alle Anfragen. Okay, also ihr seht, es hat, ihr habt es einigermaßen. Keinen Sinn. Hast du in 5 Minuten. Was denn? Was ist los mit dem iPod? Der ist richtig komisch. Weird Flex. Nein, ich sag nur, dass ihr seht, dass es für mich nicht einfach ist. Es ist unmöglich für mich, jede Nachricht zu beantworten. Das hat nichts mit Arroganz sein oder so zu tun. Ich sehe ja gar nichts, Digga. Wenn mir jemand schreibt, dann muss man mich bei WhatsApp kontaktieren. Insta ist ganz, ganz kritisch. Insta ist ganz, ganz kritisch. Sydney, schlafen, Freunde. Er schickt jedem die gleiche Nachricht. Nein, jeder kriegt eine individuelle Nachricht. Jeder kriegt eine individuelle Nachricht. Das ist ein Tag. Du bist voll arrogant. Warum schreibst du mir nicht zurück? Das hat gar kein Ende, Digga. Jetzt sind wir bei 16 Stunden oder so.
Es ist unnormal, ich schwör's euch. Anfragen. Und hier sind wir bei den Chats. Hier sind wir bei den Chats. Also es hat nichts mit Arroganz sein oder sonst was zu tun. Es hat einfach das, was damit zu tun, dass es einfach zu viele Nachrichten sind. Das ist unmöglich. Danke für die Abos, die reingekommen sind hier. Edi, ich beantworte für dich. Es muss ja persönlich sein. Bringt ja auch nichts, wenn andere für mich antworten. Ich muss ja da. Das soll ja eine Antwort von mir sein. Krass abgehoben. Ich sage euch ehrlich, dafür, dass ich beantworte so 100 Nachrichten am Tag, das ist schon krass, weil wisst ihr, wie oft ich am Handy bin? Nur wegen euch? Edi, kannst ja mal Just Chatting Stream machen. Werde ich wirklich irgendwann machen. Weird Flex, aber du hast mir geantwortet. Edi, ich gehe jetzt schlafen, gute Nacht. Dark Mode Beste, Dark Mode ist Ehre. Bisschen Edi schauen, dann Safe 1. Was denn? Englisch? Englisch? Wenn du mich bisschen Englisch und guckst, dann kriegst du wirklich Safe 1. Anton, Sadan, Akbari, Elvin, Rama hauen bei alle drei ein Abo raus. Simon hat 1 Euro aus. Moin Edi, hab dieses Jahr 3x Elite 1 geholt. Wie verifiziere ich mich eigentlich? Das hättest du damals bis Oktober machen müssen. CR7 Totti ist gestiegen. Ach. Mit CR7 Totti will ich nichts mehr zu tun haben. Ich hab nur schlechte Erfahrungen mit denen. Sieben Millionen oder so, ne? Das ist nicht deren Ernst, Digga. 8,3 Millionen. Ich hab mir den damals für 6 Millionen gekauft. Irgendwie sowas. Eli, deine Seiten sind unverschämt. Ich weiß, ich muss wieder zum Friseur. Ich hab Dienstag einen Termin. Eli, du bist der Beste. Dankeschön. Hab heute Geburtstag. Alles Gute, Janis. Was hältst du von... What? Eli, erzähl mal die Story zu Ende. Welche Story? Wo war ich denn stehen geblieben? Zeig mal Bildschirm, Zeit auf Insta, habe ich ausgemacht. Bester Moment, als Eli mir geantwortet hat. Wie warst du in der Schule? Also Notenverhalten etc. Ich war immer so ein... Zwischen... Drei, ich war eigentlich so ein 3er-4er-Schüler. Hab immer 3 und 4 geschrieben. Mündlich immer 2 und 3. Ich war so ein Durchschnittstyp. Verhalten immer fresh gewesen. Das hat sich dann aber später ein bisschen geändert. Immer diese Scheiße hier mit Wiedergabeliste. Wir haben 5300 Likes auf den Stream. 6000 werden wir, denke ich, auch noch knacken. Also an alle, die noch kein Like auf diesen Stream dagelassen haben, können es gerne machen, Freunde. Mit der Freundin mit... Ach ja, stimmt. Ah ja. Also mit der Freundin von meiner Freundin war ich dann wirklich so... Die wollte immer feiern gehen, die Freundin von meiner Freundin. Und ich habe dann der gesagt, wenn du hier so rum so eine Scheiße machen willst, dann mach das, aber lass meine Freundin da aus dem Spiel. Und habe mich auch fett mit der gestritten. Und meinte, wenn die irgendwelche Probleme hat und so. Die hatte damals auch einen Freund und hab den Freund dann auch voll angemacht und so. Egal, stell dich mal vor, ihr habt eine Freundin und ihre Freundin sagt die ganze Zeit, komm mal jetzt raus, lass uns Spaß haben, es kommen auch Freunde von mir mit, wir gehen in den Club und so. Digga, da, natürlich verliert ihr da alle eure Nerven. Was für Like, du liest ja nicht mehr vor, Muruk. Muruk, es ist nicht einfach für mich, jede Nachricht vorzulesen. Oha, Eli, bestimmt, was deine Freundin macht, voll der Psycho, null. Ich bin der, ach ja, das ist ja ironisch, aber manche, bei so Nachrichten ist ja immer so, dass viele neue dazukommen und die checken es dann nicht. Ich bin der, der seiner Freundin sehr viel Freiraum lässt. Wie lange streamst du noch, Eli? Ich weiß es noch nicht. Warum in deinem Team nicht Messi, Totti und Hazard Player Moments? Messi, Totti, Digga, ich hab, hast du mir meinen Kontostand mal angeguckt? Wobei, Messi Totti könnte ich mir, glaube ich, sogar kaufen. Merke ich gerade. Wie teuer ist der Messi Totti? Wenn der so 3 Millionen kostet? Jo. Wahrscheinlich kostet der 3 Millionen. Wahrscheinlich, Digga. 4,5. Wie groß bist du? 1,80. Eli, ich habe 8 Packs. Soll ich öffnen bei dir im Stream, Bro, wenn du willst? Also, wenn ihr Packs habt, könnt ihr mich gerne einladen.
Ich bin neu, wo ist Sydney? Er schläft gerade, Freunde. Zu schlecht für ein Eigenbag. Okay. War Sydney schon da? Ja, Freunde. Wisst ihr, wie lange Sydney und ich heute gestreamt haben? Wir haben 5 Stunden auf seinem Kanal gestreamt und jetzt sind wir hier schon 3 Stunden bei mir online. Hab direkt mal ein Abo da gelassen, bist ein mega. Was? Bist ein mega Typ. Mega cooler Typ. Dankeschön, Nikolas, für deinen Support. Edi, check mal, dass 99% von dem, was ich schreibe, ironisch gemeint ist. Du denkst, ich weiß, dass es ironisch gemeint ist, aber die im Chat wissen es nicht. Also viele checken das im Chat halt nicht. Weißt du, und wenn jemand Neues dann dazukommt, dann denken die immer, was ist das denn? Der lässt seine Freundin nicht raus. Das ist das Problem. Danke auch an die ganzen Insta-Follower. Dominik, Marvin, Machti, Jakob, Marcello, Osan, Marcel, Evan, Home is Home, Luis, Luisa, Heike, Moritz, Lukas. Immer interessant, dass Mädchen mein Stream. Also ich weiß immer nicht, ob die von meinem Stream mich abonnieren oder jetzt gerade zufällig abonniert haben. Fick die Ente. Ha, als Bartstuber hier oder wie man den Typ schreibt. Alle Bartstuber hier oder was? Was meinst du? Wie geht's dir heute, Habibi? Ich bin sehr kaputt, muss ich sagen, Freunde. Wie alt bist du? 22. Bist real und das feiere ich. Dankeschön. Gut, Swap-Spieler für den Sturm empfehlen, please. Spielst du mit Ton bei FIFA? Nee. Ich habe so lange keinen Safe-Fag-Account. Ich bin dein Junge. Eike Albrecht. Lol. Aber du hast Mädchen-Fotos auf deinem Kanal. Heike, nee, sind Mädchen. Müsstest ein Mädchen sein, an sich. Irgendwie. Vera oder Hullet? Hullet, öffne mal ein Pack. Ich hab keine Packs, Freunde. Und ich bekomme keine Einladungen von euch. Also ihr habt auch keine Packs mehr. Geh mal hier einfach mal rein. Grüß mich für ein Abo. Nö, wenn du nicht abonnieren willst, dann machst du es halt nicht, mein Freund. Aber grüß mich für ein Abo. So tief bin ich noch nicht gesunken. Hättest du geschrieben, kannst du mich grüßen, hätte ich dich gegrüßt. Aber wenn du so machst, dann brauche ich das nicht, mein Freund. Hättest du einfach geschrieben, kannst du mich grüßen und ich sowas lese, dann grüße ich ja immer. Mach mal einen Draft, bester YouTuber. Dann werde ich machen, fick die Ente. Da ist eine fickende Ente. Hast ein Abo auf Insta dagelassen, Ehremann. Jetzt alle, kannst du mich grüßen, kannst du mich grüßen. Kannst du mich grüßen, kannst du mich grüßen. 35 Münzen hat der Kollege noch, der braucht die Coins. Grüße für Jürgen Pick. Wemme, ich grüße dich. Was ist das? Player of the Dings da, ne? Spieler des Spiels. Lol. Orange einfach. Soldado. Ehrenmann. Hast mich überzeugt, Abo ist da. Jawohl. Lohnt sich das Upgrade von Varan 85 auf 87? Ganz ehrlich, ich spüre keinen Unterschied. Um ehrlich zu sein. Drecke, Pierre, King Kelvin, Alex, Luca, Lava, Anton. Alle mit einem Abo auf diesem YouTube-Kanal. Dankeschön, Freunde. Edi, mach mal bitte Sydney und Jordan nach. Mann, das ist mein Spiel, Junge. Ich kann nicht so laut sein. Sydney will schlafen. Junge, Mann. Achso. Ohne da. Marokkaner. Achso. Achso. Ich bin ein fahrender Zug ohne Bremse. Anas Musa war vorhin im Stream dabei, Digga. Ich war echt ein fahrender Zug ohne Bremse. So eine Maschine. Kann sein, dass jeder zweite Abonnent Luca oder Luca ist. Wirklich so. Das ist krass, wie viele Leute Luca, Lukas oder Luca heißen. Kannst du mich grüßen für Jürgen? Hi XD, ich grüße dich. Gehst du morgen ins Stadion? Ja.
Was hältst du von Online-Dating? Nicht so viel. Also es ist immer interessant, sich da kennenzulernen, so, aber ich finde, das Wahre ist immer persönlich. Online kann man sich ja kennenlernen, so, und dann, obwohl, ist eigentlich ganz okay. Ganz ehrlich, besser als gar nicht. Machen wir ein Video mit Piotek. Weiß nicht, ob er das mitmachen würde. Wer ist Jürgen? Bin neu. Jürgen ist der Penis. Den Jürgen würgen. Jürgen würgen. 5 gegen Willi. Jürgen ist eine Ikone bei mir im Stream. Das ist mein Markenzeichen. Das und mein Englisch, würde ich sagen, machen mich aus. Daku, Mr. Dennis und Trollol. Habe ich schon vorgelesen. LLJ, Report 5 Euro. No room for resistance, sagt John, dass ich ihn lieb habe auf eine Homo. Werde ich machen. Der hat gerade aber sehr viele andere Probleme, mein Freund. Joel Hinz, Dankeschön. Kenny haut wieder einen Euro raus. Was für Stadion, ist nicht ein Sturm? Ich habe schon gehört. Bald Mercedes VIP-Leasing. Ich könnte es jetzt schon haben. Was ist denn das hier? Benaldum. Ich könnte hier schon VIP-Leasing machen, aber ich habe mir ja gerade erst ein Auto gekauft, Freunde, vor 7 Monaten. Also ich habe es noch nicht der Wagen gehört mir, ich muss den abbezahlen, aber es ist halt gekauft. So. Das ist das Ding. Ich bin noch am Überlegen, was ich machen soll. Bei VIP-Leasing ist das Problem, der Wagen gehört halt nicht dir. Du gibst den halt immer wieder ab. Wenn ich den Wagen kaufe, dann könnte ich den theoretisch verkaufen und ich habe immer noch ein bisschen Wert. Aber wenn ich VIP-Leasing mache, dann ist das Geld halt einfach weg. Ich werde dich später in jedem Interview erwähnen. Was für ein Interview? What do you mean, man? Danke für die Packs. Kannst du meine alte Dose, Frau Hausknecht? Frau Hausknecht, ich grüße dich. Ich dachte, du bist morgen im Stadion. Bin ich doch auch. EA Steuern. Digga, hört auf mit den Grüßen, Freunde. Ich habe jetzt so viele Leute gegrüßt. Ich habe so viele Leute jetzt hier im Stream gegrüßt. Wow. Was zocken die anderen denn bitte alle? Ohne Sinn. Kann mir nicht vorstellen. Guck mir jetzt die Teams von denen wieder mal an, das interessiert mich. Was die so jetzt alle mittlerweile zocken. Mein Team wird irgendwie immer schlechter. Boah. Neun neue Spiele, 16 Tore. Stylo, der hat immer exotische Teams. Ja. 8 Spiele, 16 Tore. Lautaro Martinez, ey. 92, 93, 91, 94. 97 Beweglichkeit. 82 Balance nur. Cristiano Ronaldo zockt da. 66 Spiele, 20 Tore. R9. Vieira, Delikt, Ferdinand, Davis. Er hat auch ein ganz geiles Team. Varane in Rot und er lässt sie nicht spielen. Darfst du andere Spiele als FIFA streamen? Alles, wo nicht Leute getötet werden. Benji's Team. Ja, doch. Das ist ein Team, ey. Messi auf der Bank. Messi Totti auf der Bank. Medinho. Bullet. Kubo. 96 Beweglichkeit, 96 Balance, 99 Antritt. 4-4, 1,73. Das ist ein richtig geiler Sub, glaube ich. Benjeda, Varane. Hat er auch in Rot? Alle ziehen Varane in Rot, außer ich. Granger. Auch nicht so ein geiles Team. Krass eigentlich, dass der nicht so ein krasses Team hat. Er hatte sonst immer mit die krassesten Teams. Mbappé in Gold, Hilfe. Vielleicht ist es auch nicht sein Main-Team. So. Palermo Esports. Jo. Cool. Auch nicht so krass. Bullet Vieira ist halt der Schlüssel. Bullet und Vieira, ich sag's euch. Kenny hat wieder einen Euro aus. Luca, dein Team ist nicht mal schlecht.
Michael. So viele Ikonen, alles diese. Er hat so viele von diesen Baby-Icon-SPCs gemacht. Danke, Kenny, für den Euro. Gute Nacht an alle. Gute Nacht, Adila. Für. Jupp. Tizi Schuh vs. YouTube. Tizi Curry E-Sport. Guckt euch dieses Team an. Die haben Hullet und Eusebio und Messi auf der Bank. Oh Mann, ey, wirklich. Prime R9. 5600 Likes. Ehre. Also haben die für euch das 53 Spiele, 51 Tore sogar, okay. 5-5. Digga, die Karte, ne? Aber ich hatte den in FIFA, wo war das denn? FIFA 18? Ich fand den nie so krass, ne? Ich fand den 94er immer irgendwie besser, keine Ahnung warum. Ich habe den einmal gespielt. Also in FIFA 18 habe ich mir den gekauft. FIFA 19 dann nicht, weil ich ihn halt in FIFA 18 nicht so gut fand. Das war der Grund. Real Talk. Star Crew. Ja, das waren die letzten Abos. Schlechte Karte. Ein Abend, die Ehrenmänner. Was geht ab? Greenwood, den mussten die ja abstoßen. Ich hab mit den Teasies Greenwood SPC gemacht. Die mussten Greenwood abstoßen und haben sich den jetzt wieder gekauft. Also die mussten den in der SPC abgeben. Oh Mann, ey. Hudson Odoi. McKenny. Einmal Dual-Stream mit den beiden Eierkopfen wird bestimmt mal kommen. Wird bestimmt irgendwann passieren. Verstehe mich sehr gut mit denen. Eli, lies mal meinen Namen. Luca. Kannst du Luca grüßen? Luca. Danke, Luca. Poste immer falschen Moment, sodass es Eli nicht liest. Digga, hier geht gerade alles nur um Lukas. Morgen gegen Bochum, bin aus Bochum. Ich bin morgen in Bochum, ja. Also ich bin morgen gegen Bochum da. Eli, WL bringt nichts mehr? Nö, finde ich nicht. Man macht ja nicht mal Coins. Man macht ja nicht mal Coins. Tom hat das beste Team von. Digga, was hat er gemacht mit seinem Team? Lol. Der hat sein ganzes Team geändert. Was ist denn mit dem los? Ist der verstrahlt? Aber auch halt Rullet und Vieira, das ist der Schlüssel. Mount, ist der dumm? Warum holt der Mount? 3 Spiele, 4 Tore. Oder er hat halt keinen Bock mehr gehabt. Und hat sich irgendwas, ja, 3 Spiele, 4 Tore. Ich glaube, der hat sein Team verkauft und wollte wieder ein bisschen Spaß haben. Was in FIFA ja auch eigentlich das Wichtigste ist. Guck mal, seine roten Picks. Neymar hat er noch auf der Bank, lol. Mbappé in Rot, Son in Rot, Nainggolan in Rot. Für einen E-Sportler ist es schon ganz schön Luck. Bei E-Sportler haben nie Luck. Es gibt. Was denn? Tabak? Was hat Tabak für ein Team? De Bruyne. Auch nicht so geil. Smalling. Smalling sieht aus wie Sydney. Ja, nee, das Team holt mich gar nicht ab. Kutra Gueno, den spielt er immer, ne? Ja, 302 Spiele. Hinter der Tür ist was. Jo, wahrscheinlich ist hinter der Tür was. E-Sportler haben nie Luck, guck dir Prones an. Ja, okay, der Einzige. Tom Deal haut ein Abo raus und David haut ein Euro raus. Dankeschön, David, für den Euro. Wir haben gerade, ich habe gerade nachgeguckt, Freunde, wir haben 600 neue Abonnenten in dem Stream wieder dazu bekommen. 600. Euer Support ist so geisteskrank. Wie er Schiss hatte. Nein. Das Video war zu krass mit den. Das Video ist zu krass mit Tizis. Hat mich totgelacht, die Disserei. Ja, aber es war wirklich. Ich habe mich da wirklich wohl gefühlt. Ich kam in Discord rein. Wir haben uns direkt beleidigt, die ganze Zeit. Sowas mag ich. Nicht dieses ins Arsch gekrieche.
I think 600, wirklich 600. Wir hatten 134.980 oder so. Und wir haben jetzt... 135.576. Ja. Dual-Stream mit der ganzen Crew und lässt sich in FIFA zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Mit, also, ohne Spaß, ich nehme gefühlt wirklich mit der ganzen Crew. Wie, es ist sogar irgendwo mal geplant mit ich schreibe ab und zu mit Gamer Brother und es ist eigentlich in naher Zukunft geplant, auch ein Video mit ihm zu bringen. Und dann fehlt nur noch Keller, dann habe ich mit der ganzen Crew schon mal was aufgenommen. Aber die sollen da unter sich bleiben, Freunde. Will da niemanden stören, ich passe auch gar nicht so rein. In der E-Sportler, ja. Es war mal geplant, so eine E-Sport-Crew zu machen, aber das hat sich dann doch nicht ergeben. Aber die sind alle korrekt, ich verstehe mich sehr gut mit denen. Am besten halt mit Benji, mit Bossio, mit... Obwohl Bossio eigentlich auch nicht in der Crew ist. Mit Benji, mit den Teasies, mit Gamer Buzzer, mit Keller habe ich nicht so viel zu tun. Aber es soll auch sehr korrekt sein. Mit wem wolltest du das machen? Mit Mo, Stylo und T-Mox. Das war geplant. Hab noch ein Icon-Pack, dann kannst du mich gerne einladen. Boah, das ist auch ein geiles Team. Bei Yatzo. 96 Spiele, 130 Tore, Schmutz. Eusebio, Vera, Hulle. Digga, der hat ein richtig geiles Team. Woher hatte die ganzen Coins, ey? Sogar 86er Teambewertung hat er hinbekommen. Das ist ein richtig geiles Team. Bayazzo ist ein E-Sportler von Mainz, Freunde. Ladet Elias N97 ein, ich komme dann in die Party rein. Mit Bayazzo verstehe ich mich sehr gut. Salza. Achso. So. Vorne da, achso. Kanté. Mbappé. Digga, das ist ja ein krasses Team. Das ist ja heftig. Er spielt Kanté und Hullet im Mittelfeld. Im Sturm wahrscheinlich R9 und Mbappé. Und außen Messi, Totti und links Neymar. Das ist ein richtig geiles Team. Zeig mal Gamer Brothers Team. Ich bin gar nicht mit dem befreundet bei PSN. Das Team von Ernie ist auch krank. Ernie habe ich auch als Freund. Da wird bestimmt auch gleich kommen. Fogi Plays auch ein geiles Team. 830 Spiele mit Eusebio, 785 Tore, 830 Spiele, ey. Hilfe. Er hat richtig lange mit CR7 gespielt, ich weiß noch, er war einer der letzten, der CR7 abgegeben hat. Alle haben immer so gesagt, boah, kannst du CR7 spielen? Er war der letzte, der den noch gespielt hat. Edi, mein Team ist auch krank, ja, Eldos, dein Team ist sehr krank. Gians Team. R9, 570 Spiele, 750 Tore mit R9. Digga, das ist stark. 570 Spiele, 750 Tore. Krass. Aber der macht ja alles bei ihm. Ich glaube, er spielt 4-2-3-1 und ihn im Sturm halt, ne? Anders kann ich mir das nicht erklären. Weil sonst ja keiner so eine krasse Statistik. Lul. Execution, dankeschön für deinen Euro. Sag mal das Team von Bossio, wenn ich es finde. Hier werden nicht immer alle Freunde angezeigt. Wen könnt ihr noch? Tim Latka, aber das PlayStation. T-Mox von Wolfsburg. Nicht mehr bei Wolfsburg. Erno. 190 Spiele, 237 Tore. Van Dijk in Rot, das ist Schmacko. De Jong. Offcam, Pelé, okay. 19 Spiele, 13. Warum Pelé, Digga? Ist ein bisschen lost, aber okay. Mbappé, auch richtig geiles Team. Wen spielt er im Sturm? Neymar? Ich glaube, Neymar spielt er im Sturm. Ronaldo Totti hat die beste Statistik laut Footbin. Laut Footbin, Digga. Laut Footbin kannst du Kane Hunter geben, dann ist er schneller als keine Ahnung was. Alles Quatsch. Alles Quatsch. Sydney's Team. Der Knecht schläft hier gerade einen Meter neben mir. 530 Spiele hat er mit ihm auf dem Buckel. 100 Tore.
Mäuse. 203 Spieler, 200 Tore. 203 Spiele, 195 Tore. 202. Alles Quatsch mit Soße. Oh Mann. Black Legend. Ich will mal mit der richtig, obwohl, warum hat er sehen wir auf der Wahl? 617 Spiele, 730 Tore. Eisvogel hatte immer das krasseste Team. Oh mein Gott, ich schwöre, das ist immer schon so gewesen, ne? Eisvogel hatte immer das heftigste Team von uns allen. Van Dijk, CR7, Digga, was ist das? Wie spielt der? Mich interessiert, wie der spielt. Hä? Ah doch, ich weiß wie. Er spielt De Jong und Kanté im Mittelfeld. Ich glaube, die beiden im Sturm. Nee, Eusebio spielt da nicht im Sturm, dann hätte er eine bessere Statistik. Er spielt safe CR7 im Sturm und ich glaube Messi. Messi und CR7 im Sturm. Was für ein Team, Digga. Das Team ist echt krank. Das Team ist heftig. Jordans Team kommt auch gleich. Guck dir mal die Abwehr an. Haaland als Sub. Kann man den als Sub bringen? Das hier ist ein nächstes Team. Wann hat Ernie so ein krasses Team? Digga. Mbappé Totti und CR7 Totti. Das ist auch heftig. Das ist auch ein richtig heftiges Team. Wo ist Mané Totti, ne? Da ist gerade was runtergefallen bei dir. Merkst du das nicht, hä? Echt? Komm nicht. Oder verarschst du mich wieder? Irgendwelche Geister. Bügeleisen haut ein Abo raus, Chris haut ein Euro raus, Execution haut auch ein Euro raus. The Gala haut ein Abo raus. Dankeschön für die Abos auf YouTube, Freunde. Ich kann auch nochmal hier die Insta-Follower vorlesen, die reinkommen. 21, Sipan, Rachel, Luca, Ugul, Steiner 61, Tom, Robin, Niki, Merlin, Justin, Fußball, Igel, Christoph. Danke für die Abos auf Instagram. Warte, das war laut, war voll laut. Hä? Ohne Sinn. Ja, verarscht mich, ihr Pisskinder. Berlin-Sportler. Sirans-Team. Seko. Ja, Siran hat auch ein krasses Team. Der hat schon wieder reingepayt, der Pisser. Wohl so, das ist jetzt nicht. Ist okay. Eusebio und Mbappé im Sturm habe ich auch. Kanté und Essien. Digga, wir haben genau das gleiche Team fast, außer dass ich rechts Messi hab. Und anstatt Vieira, anstatt Essien Vieira. Das ist voll krass, wie viel. Guck mal, Freunde, wie viel Minus ich gemacht habe. Sydney. Neue Spiele da. Wie viel Minus ich mit meinen ganzen Coins gemacht habe. Amir haut ein Abo auf Insta raus. Ermin, David, Semi, Heldturk, Julian, Erei, Tobi, Tolkone, Matti, Iconpack Account, Tobi, Ugo, Eldin, Sipan, Ray. Ja doch, das war's. Ehremann. Wo ist was runtergefallen? Wo ist denn was runtergefallen? Momo Čović. Auch ein Schwitzer. 151 Spiele, 166 Tore. Das ist aber gut, ey. 3 Sterne Skills ist ein bisschen scheiße. Cruyff. 15 Spiele, 10 Tore ist natürlich nicht so gut. 15. Ach, die hat er alle bekommen jetzt. Diese Woche. Diese Woche hat er alle Icons bekommen. Lol. Diese Woche hat er die ganzen Icons bekommen. Deine Decke ist angemalt.
Kannst du meine Real-Life-Story machen? Please, Real Talk, will ich schlafen. Ich habe vorhin die ganze Zeit Real Talk gehabt. Er sagt, diese Woche hatte ich schon... Aber wieso hat er erst 15 Spiele? Eldos folgt mir schon länger auf Insta, glaube ich. Was ist denn das hier? Lost in the Waves. Der hat Ronaldo auch ganz lange gehabt. Da hat sich Totti, CR7 Totti, denkt sehr gut. CR7LF in Form. Schmitty mit einem Abo, Ted mit einem Abo, Timon, Marius, Florian, Janis, Len und Amir. Danke für die Abos auf Insta. It's Bubu. Den habe ich gespielt, der hat mich gut rasiert. Lev Winken. Ich habe viele Freunde, ich habe. Danny Fink. Sag mal, Benjis Team habe ich vorhin schon. Ich folge dir auf Insta, Ehrenmann. Nein, Moma hat die Länge, aber der hat keinen Bock mehr. Achso. Hör dir mal deinen Stream an. Merkst du das, was ich meine mit den Geräuschen, immer wenn du redest? Achso, das ist die Waschmaschine, Freunde, vielleicht. Hört ihr das? Nee. Die Waschmaschine im Hintergrund, manchmal ist die ein bisschen lauter. Hier ist Johns Team, aber er hat seine 99er-Karten noch nicht, aber die haben geschrieben, er bekommt die diese Woche angeblich. Er hat sich selber nicht mehr im Kader. Das, was ihr gerade gehört habt, war von Sydney, falls ihr das meint. Greenwood. Das ist Johns Team. Cactus Jack. Neue Spiele mit Greenwood. Cactus Jack, hä? Ohne Sinn. John macht sich auch immer so exotische Teams. Alle neue Spiele. Er hat sich das Team ja neu gekauft. Neue Spiele. Neue Spiele. Null. Komplette Team neu gekauft. Nicht ein Spiel mitgemacht, gefühlt. Sehr gut, Jordan. Sydney ist schon am Schlafen, Freunde. Danny Mutic, auch ein guter Spieler. CR7 Totti. Wenn ich das sehe, wird mir übel. 480 Spieler mit Rollert. Ja, Eusebio ist echt geil. Dagnolf, das ist... Leute, wenn du gegen den im Online-Qualifier spielst, hast du verloren. Der Typ hat eine 1er-Latenz, 1er-2er-Latenz. Immer. Jeder hofft immer, dass man nicht gegen ihn spielt. Ich habe das Gefühl, er macht es sogar mit Absicht, aber keine Ahnung, ob das stimmt. Man hat gegen den immer eine 2er-Latenz. Du kannst nichts spielen, du kannst nichts machen dann. Und er ist es dran gewöhnt. Ich glaube, ach, ich will nichts unterstellen, aber es ist so schlimm gegen den. FIFA Fabio, Messi in Rot, achso. Nainggolan Headliner fand ich so schlecht. Cruyff, wieder, glaube ich, im Sturm mit Eusebio. Ja. Yes. Glaubst du an Aliens? Of course, man. Jeffrey. Hab ich ihn hier geholt. 23 Spiele, 8 Tore, ist nicht so gut. Eusebio. Oh. Eusebio rasiert bei den meisten E-Sportlern, ne? 476. Der ist eigentlich immer gut dabei. R9 sehe ich gar nicht so oft. S04 Juli. Jao Felix. 25 Spiele, 9 Tore. 350 Spiele, 350 Tore. Crank. Das war's, Freunde. Lasst nochmal alle ein Like und ein Abo da. Schreibt Fighter. Da hat er recht, Freunde. 6000 Likes müssen wir knacken in dem Stream. Ich weiß nicht, wie viele wir haben. Ich guck mal nach. 5.800. Sira noch nochmal 17 Euro aus. Es war so kurz davor, ein alkoholfreies Wochenende zu werden, aber dann habe ich die Nachricht bekommen, dass ich Montag frei habe, also wird morgen gesoffen. Jawohl, Sira. Wo war meins? AMK, EA Esports. Mann, es werden nicht alle Teams angezeigt.
werden nicht von allen Freunden die Teams angezeigt. Immer noch ein Game, Freunde. Ich will noch ein Spiel machen. Keine Gegner gefunden, das sehe ich irgendwie als Zeichen. 5980 Likes. Noch 17, aber wir haben es geknackt. 6000 Likes wieder geknackt auf den Stream. Achso, Ehrenstream. El Patron und Bügel. Ach ja, habe ich schon vorgelesen. El Patron mit dem letzten Abo. Keine Gegner gefunden. Das Schicksal will mir was sagen, aber ich glaube, man muss raus aus Ultimate Team. Die Waschmaschine ist nervig. Hört man die? So laut, ja? Mit CR7 Totti muss man nur auf Kreis drücken. Ich hatte ihn, ich fand's nicht. Ich fand den nicht so gut. Das meint ihr, ne? Die Geräusche. Das ist die Waschmaschine. Ich frag mich, wie ich schlafen soll. Hab dich schon die Party eingeladen wegen Icon Pack. Ehre. Das machen wir dann auch gleich. Ja, die ist übertrieben laut. Lol. Ach, den 800. Sieg holen wir uns jetzt, Freunde. Den 800. Sieg. Eigentlich wollte ich 1000 Siege, bevor ich 100 Niederlagen habe. Aber dieses FIFA ist nicht geil. Wo pennst du bei Sydney? Auf der Couch. Mach mal beim Schlafen FIFA 14 Musik ein, FIFA 17 Musik an, dann schläfst du mit einem Lächeln ein. I hope so, man. Feierst du Burger King mehr als McDonald's? Mehr als McDonald's? Lorenzo. Lorenzo und Zinho. 6.000 Likes, Ehre. Ehre, dass du erst spät am Donnerstag siehst, dann bin ich schon zu Hause. Mach einen Schlafstream. Ihr würdet mich sogar sehen. Ich könnte die Kamera so einfach drehen, weil ich schlafe direkt hier. Das, hat es nicht mal ungehen gemacht? Hat, Digga, ich würde es niemals schaffen, einzuschlafen, während ich weiß, dass mir so Leute zugucken. Mies komisch. Hat der Reik die 1 gegeben? Sehe ich da richtig? Achthundertsten Sieg, Freunde, komm. Ich weiß, wir haben Probleme gehabt miteinander. Aber kriegen wir das eventuell trotzdem gebacken? 800 Bulettis? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ich bin so dumm, dass ich mir diese ganzen Tottis geholt habe, hä? Ich hätte, als ich die Bräune Totti gezogen habe, hätte ich mir einfach nur. Paul, lass ich doch fein, Messi, du Eierkopf. Hätte ich mir einfach nur Rullet holen sollen und dann wäre mein Team so geil gewesen. Hätte ich nicht so viel Minus gemacht, hätte so viel Coins noch. Aber nein, Edi, du hast hier. Was ich für Minus in der Totti-Zeit gemacht habe. Leute, ich habe die Bräune Totti gezogen, okay? Und ich habe weniger Coins als davor. Muss man sich mal überlegen, ey. Du ziehst die Bräune Totti und hast dann wenig. Ich habe den für 3 Millionen verkauft. Das heißt, ich habe so 3 Millionen Coins minus gemacht, einfach. 3 Millionen in der Totti-Zeit, so in diesen 3 Wochen. Durch Verkaufen und so. Kaufen, Verkaufen. 3 Millionen Coins minus. Das ist geisteskrank. Das ist wirklich geisteskrank. Bin komplett Hacke. Kreuzender. Was sagen? Vorne da? Dann Marokkan? Achso. Achso. Na so. Ich habe heute herausbekommen, das Video, Freunde. Woher die das mit Asso haben. Nichts gemacht. Gib mal ein bei YouTube. Ich hab nichts gemacht. Da kommt so das dritte Video oder so. Das hat 27.000 Aufrufe. Davon haben die das. Ja, Mann. Stand vorne da.
Da waren da Marokkaner? Achso. Dann sagt er mal mitten im Satz, achso. Achso. Mann. Das waren irgendwie war richtig krass. Achso. Dann hol ich an. Junge Mann, lass mal spielen, Junge! Junge Mann! Lass mal spielen, Junge! Jawoll da! Jawolleck! Schwupps, zack, bob. Zwergback. In die kurze, bob. Jo, mit 2,5 km/h. Die ist wie ein kleines Schulmädchen, Eusebio. Dann nicht vorne da? Achso. Wie lange bleibst du noch on? I don't know, man. I don't know. Erstmal kriegen wir hier wieder ein Ecken-Gegen-Konter-Tor. Ehrenbruder-Basis. Ronaldo heute mit 1 km/h. What do you mean? Hat Juve heute gespielt oder was? Oder meinst du in FIFA? Achso. Ohne Tage. Ach, ich wurde. Oh. Ja. Nicht umnieten lassen. Do it. Do it. Do it. Foul. Maybe? Brauch echt, Digga. Ich muss wieder 4-2-3-1 zocken, habe ich das Gefühl. Kann ich vor die Tag. Foul. Ich habe aber das falsche Spielermaterial für 4-4-2. Mit Modric und. Digga, dann ist Eusebio oder Mbappé bei mir so lost auf der 10. Die werden so lost. Ich habe nur ein Bier getrunken. Ich habe nur ein Bier getrunken. Und dann pow pow. Pow pow. Ich stand vorne da. Achso. Ja, Mbappé. Was zockst du gerade für eine Formation? 4-4-2. John Statement kommt morgen früh online. Ich muss mir doch das Video angucken, Atta und Fabi. Ich habe mir das noch gar nicht angeguckt. Das ist ein ganz heikles Thema. Ich hoffe, ihr habt es gut geschnitten. Sonst kann es nicht hochgeladen werden. Wenn ich vorne da ist, dann pau pau. Thema auch gerade. In der Quittenmenge. Vorhin, Digga, ich führe 3-0 und muss noch in die Verlängerung. Rotes Time Finish. Achso. Oh! Yo! MAP ist manchmal so komisch, Digga. Du musst Dinger reinkloppen. Ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Oh, ich habe sogar gesteuert. Es dauert ja 100 Jahre. 45. Minute wieder Gegentor. Ehre, Ehre, Ehre. Ich finde das Video nicht mit Achso. Naja. Dann fehlt dir auf jeden Fall was im Leben. Ich stand voll da. Achso. Oh komm, zehn. Bau, bau. Ich wohne hier, ich habe nichts gemacht. Eli, wer ist dieser Arti Griezmann? Das ist ein E-Sportler. Also keine Ahnung. Eigentlich ist er kein E-Sportler, weil ihn ja, glaube ich, niemand unter Vertrag hat. Ist ein sehr verschwitzter Schwitzer. Machen wir wieder, mein Junge Mann! Junge Mann, lass mal spielen, Junge! Sind deine Locken real? Of course. Of course, man. Really real? Sind
Sind Naturlocken. Come on, ich will hier, vielleicht liegt auch daran, dass die alle so Lost spielen, weil die alle die falschen Nummern haben. Mbappé mit der 8, Eusebio mit der 15, da würde ich auch mit Absicht schlecht spielen. Modric mit der 11, als 8er eine 11 haben. Mein Junge Mann! Auch Semedo ist so krass Geldverschwendung. Der ist so teuer, sein Headliner. 400.000 oder so. Digga, für einen Außenverteidiger, ich schwör's euch, keinen Unterschied zu seiner Gold. Oder ganz bisschen vielleicht. Davies ist geil, auch wenn er den Zweikampf hier verliert. So. Oh, nee, da? Achso. Guck mal Modric an. Kommt nicht aus dem Trip da. Seiner hässlichen Frisur, ey. Luka Modric. Kann man denn so sich so krass zurückentwickeln wie Modric? Das muss mir mal einer erklären. Der war so krass bei der WM 2018, Digga, dann, ich weiß nicht, was passiert ist. Wurde der denn nicht sogar Weltfußballer? Digga, der wurde Weltfußballer? Was ist passiert mit dem? Der erste Spieler, der nicht Messi oder Ronaldo da war, bei der Weltfußballer war. Und dann verkackt er, dann kackt er so rein. Hat er neben das Tor geschossen? Mein Mann! Hast du? Ah, oh, Patrick. Modric bei Verlust. Ex Modric. Es gibt immer einen Spieler in der WL, der bei mir alles abbekommt, egal was. Und dieses Mal ist es Modric. Der ist aber auch echt schlecht. Nicht abpfeifen? Ja, wo schießt sich da? Mein junger Mann! Junge, lass mich spielen, Junge! Der Modric abgehoben von ein bisschen Fame, ohne Spaß. Seine FIFA-Karte auf jeden Fall. Wo Sydney er schläft. Als Modric gewonnen hat, musste den eigentlich Ronaldo gewinnen. Fakt. Ich kann mich gar nicht mehr an das Jahr erinnern. Messi gewinnt Ballon d'Or, Ronaldo Beast Mode on. Ich denke, Leute, dass Mbappé das Maß aller Dinge sein wird in so 3-4 Jahren. Der ist so unfair, Mbappé. Der ist 98er Jahrgang, ey. 98er Jahrgang. Und rasiert so krass. Ich würde den so gern mal so bei einem richtigen, so weiß ich nicht, bei Liverpool oder so. Ich würde so gern wissen, wie der bei Liverpool abgehen würde. In einer richtig geilen Liga, nicht französische Liga da. Dann würde er vielleicht so eine Dinge auch mal machen. Oder so eine Dinger. Stellt euch mal vor, Mbappé bei Liverpool. Wie krass geil das wäre. Ich glaube, ich würde mir einfach so ein Mbappé-Trikot kaufen. Erst 2000er. Eigentlich ist Mbappé 2000er. Boah. Mbappé ist 98er, 99er. Auf jeden Fall ist er kein 2000er. Mies Umwehr. Messi und Mbappé. Ja, bei Barca. Stell dir mal vor, Mbappé bei Barca. Aber der wird, glaube ich, niemals zu Barca gehen. Wenn, dann wird, der wäre eher so einer für Real. Aber es ist voll schade, dass der bei Paris zockt. Was ist das denn, Paris? Ey? Französische Liga. Wir würden noch mit der A-Jugend die Liga holen. Also wenn er ganz großer werden will, dann muss er auch irgendwie mal demnächst mal wechseln. Kann er nicht sein ganzes Leben bei Paris chillen. Ist jetzt sein, wie viel das Jahr? Sein drittes? Kilian? Der soll mal irgendwie in die 98er sein. Haaland ist 2000er Jahr.
ist sein zweites. Der hatte, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist sein drittes. Das jetzt ist sein drittes. Glaube ich. Oder nicht? Digga, der wurde schon Weltmeister. Und der war irgendwie der Beste bei sich im Kader. Mit 20 oder so. Nee, doch. Als er 20 war, wurde der Weltmeister und war Stammspieler und irgendwie der Beste bei Frankreich. Das muss man sich mal überlegen. Der wurde schon Weltmeister, der Typ. Das ist so krass, Mann. Mbappé, jo, gut, da. Das verkackt er. Mbappé zu Dortmund, ne. Also ich sag dir mal, ich denke, ich kann mir Liverpool vorstellen, ich kann mir Barca vorstellen und ich kann mir Real vorstellen. Was anderes wird er nicht machen. Oder City kann ich mir auch eigentlich vorstellen. Einen von den Paaren, einen von den Vieren. Ich stell mal vor, der geht zu Bayern, ey. Der würde die Bundesliga so hops nehmen. Der würde die Bundesliga so hops nehmen. Wahrscheinlich zum BVB. MVP geht zu Wien, Wiesbaden. Ja. Mbappé geht zu Hertha, dann nehme ich Video mit Mbappé auf. Pack-Opening, US Mbappé. Ohne Spaß, was glaubt ihr, wie viele Klicks es hätte? Pack-Opening mit Mbappé. Oh mein Gott. Ja, genau. Pack-Opening mit Kylian Mbappé. Zu Juve? Nee, ich glaube nicht, dass er zu Juve geht. 2-3 Millionen. Ich kann es mir auch vorstellen. Ohne Spaß, ich glaube wirklich 2-3 Millionen. Ja, und sowas geht rein, Digga. In wichtigen Spielen, wo du es brauchst, geht sowas nicht rein. Ich glaube auch so 2-4 Millionen hätte das, denke ich schon. Wenn man sich überlegt, so Fußball-Challenges mit anderen Profis, so ein bisschen bekanntere Profis, die kriegen ja schon fast 1 Million. Oder wenn irgendwelche Profis was machen, so Cristiano Ronaldo zeigt sein Haus oder so, da geht's ja schon ab. Guck mal, wenn ich jetzt einen Disconnect kassiere, das geht ja ab, Digga. 2-3 Millionen Likes wohl eher. Jordan würde MVP auffressen. Um die 10. Ich weiß gar nicht. Also FIFA kennt jeder. Und dann mit Mbappé und Pack Opening. Stell dir vor, wir ziehen was Gutes. Mbappé zieht R9. Oh mein Gott, Kylian Mbappé. Mbappé zieht Kylian Mbappé Dotti. Das wär's. Das wär's. Guten Abend, was geht ab, Dobi? 800 Siege. Edi, deine Abos wären geisteskrank. Ich sage euch ehrlich, wenn so ein Video, was so 10 Millionen Klicks bekommen würde, ich schwör's euch, ich glaube, ich würde 50.000 Abonnenten oder so Minimum machen. Also so in 2-3 Tagen. Kann ich mir vorstellen. So mit Mbappé? Ist schon krass. Mbappé wäre heftig. 6.000 Likes auf den Stream, ey. 6.100 sogar. Ehre. Lest mal die Abos vor, die reingekommen sind. City, FIFA, Air, Flirt. Der Boss, you know, hat 21 Euro aus. Eli, du geiler Hengst. Was sagst du zu Hertha? Antirassismus-Geste. Jordan Tuneriga, 25. Dankeschön für 21 Euro, mein Freund. Und ich fand das mega gut von Hertha, dass sie das gemacht haben. Mein Zeichen setzen da gegen diese ganzen Knechte. Diese Vollidioten da. Wie kann man denn Rassist sein, Digga? Ich verstehe es einfach nicht. Verstehe das nicht. Ich fand es sehr gut von Hertha, dass sie das so gemacht haben. 135.603 Abos. Achso. Ponita? Achso. Wo ist Sydney? Er schläft. Auf welcher Oberschule warst du? Auf Wilmar Rudolf. Auf der Wilmar Rudolf Oberschule. Wir haben noch 2-3 Inform-Packs, Digga. Zieht man halt nicht, das ist das Problem hier. 2 Abos wieder von Peter und Aydin Yavus. Thanks for the Abonnenten. Gut, dass ihr die 13 Siege hat, ne? Eli, komm, Shisha, ich warte. Mensch ist Mensch, ja, normal. Eli, findest du jetzt mein Team? Soll ich nachgucken, Kore? That I looking for? Okay. Meine Freunde.
Three Lions. Ich glaube nicht, Kore. I don't think so. Oh, hier sind wieder ein paar andere drin als vorhin auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass er Hans Team vorher da war. Ich habe halt zu viele Freunde. Ah, hier. Lol. Mit Wien Wiesbaden. Wien Wiesbaden Wappen. Thiago Silva Headliner, bist du lost, Junge? Bist du lost? Das Weh vereint. Untauschbar, gönn ich dir, Okocha, untauschbar. 109 Spiele, 125 Tore, ist aber stabil. 45 Spiele, 25 Tore. Mbappé. 87, ist gar nicht so schlecht, deine Statistiken mit denen. Was holst du immer so, Korei? Was holst du, wenn du schwitzt? Hast du schon mal gegen Tim Nacken gespielt? Ja, letztes Jahr. Auf Xbox. Mika, wie heißt denn dein PSN? Du heißt da doch hier. Ghost Bumpy. Kante, Digga, ihr habt alle bessere rote Picks als ich. So krass. Aguero, Kante, Haaland ist schon besser als alles, was ich habe. Lewandowski lost. 93er Headliner Lewandowski. Mbappé. 4430. Heute ersten Dreier gehabt. Meinst du? Achso, Ero. Und wie war's? Elia, also konnte ich das Spiel wegschmeißen. Ich könnte das Spiel... Ja, schmeiß es weg. Glaub mir, das ist besser. Arnold. Yen. 500 Spiele mit S. Yen. 154 Spiele, 110 Tore. Auch voll viele Spiele mit CR7. Video mit Piatek. Piotek würde auch ballern. Ja, stimmt, Digga. Mit Piotek würde es auch sehr gut abgehen. We are the moment. Go to the moment. Maybe are you down? Eben bei Dini. Ach ja, hat noch jemand Iconpack? Maybe? Iconpacks würde ich hier noch aufmachen. Iconpack Illegaler New. Iconpack. Achso, aber ich weiß nicht, ob ihr die schon aufgemacht habt. Eli, machst du nächste Woche 3-0-100k Abo-Special? I doubt it. I doubt it. Eigenpack Eli, yo, mach's auf. Dreier war mega, Bro, weggeballert. War schön, war, sahen die gut aus, wenigstens. Sahen die wenigstens gut aus. Wo ist mein Handy hier? Community Tots mit Jordan. Ja, das wäre geil. So, mittleres Iconpack, Freunde. Hier normal. So, Jungs, wir gehen offline. Das sind wir noch nicht. Noch nicht. Digga. Sturmwarnung. Meine Mutter schickt mir gerade, ich soll nicht fliegen. Montag ist Sturmwarnung. Der Orkan heißt Sabine. Wie kann man denn einen Orkan Sabine nennen?
Och, Digga, England. Immer England. Wieso werden wir so rasiert die ganze Zeit mit England? Ohne Sinn. Ohne Sinn. Das ist so krass. Verrieselt. Sabine nimmt uns. Digga, ich fliege am Montag. Ey, ohne Witz, wenn das so ein krasser Sturm ist, dann fliege ich safe nicht. Ich hab mies Paranoia bei sowas. Das ist hier der letzte Stream, Freunde. Aber was soll ich machen? Bitte, Digga, dein Flug wird 100% gestrichen. Du kannst dich schon mal einleben, da. Aber ey, ich hab gar keinen Bock, Digga. Es ist voll hektisch, so mit neuen Flug buchen und alles, die ganze Scheiße. Ich hab gar keinen Bock auf sowas. Ich schiebe auf Dienstag, ich kann nicht verschieben. Zieh bei Sydney ein, macht eine FIFA-WG. Digga, in Berlin ist Schule ausgefallen am Montag, glaube ich. Bei mir Montag schulfrei, ja, ich weiß. Aber ist es in ganz Deutschland oder nur in Berlin? Du wirst die nächsten Tage oft spüren. So, England, wenn es jetzt England ist, das zeige ich ihr an. England und Spanien. Butragueno oder Raúl. Nicht. Ich weiß nicht mal, ob Butragueno MS ist, ne? Dreier mit zwei Frauen, Weltklasse, Bruder. Aber es gibt nicht so viele Frauen, die das machen. In Nordrhein-Westfalen soll der Sturm am schlimmsten sein. Okay? Düsseldorf auch, muss Montag auffliegen. Raúl ist nicht so gut. Raoul ist nicht so geil. Feier ist wie wenn zwei Fernseher laufen. Digga, das tut mir echt leid mit Raoul. Immer Spanien, England irgendwie. FIFA hat immer noch 31.000 Zuschauer, hä? Du bist und du bleibst ein Traum, in dem ich mich verliebt hab. No. Ohne Tag? Ich hab nichts gemacht. Ohne Tag? Wir haben wieder ein Abo reinbekommen. Achso. So. Okay, Freunde. Ich wette, Corey hat es schon erahnt, was ich sagen will. Ich habe nur ein Bier getrunken. Hello. Freunde, wir gehen jetzt offline. Es ist 1.43 Uhr. Wir sind 3.600 Zuschauer immer noch. Geisteskrank. So, Jungs, wir gehen offline.
Ihr könnt gerne nochmal alle ein Like auf den Stream da lassen und diesen Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Würde mich freuen. Ich komme morgen wieder online, Freunde, dann spielen wir diese Schmutz-WL zu Ende. Oder ich weiß auch wirklich nicht, ob ich die zu Ende spiele. Auf jeden Fall kommen wir morgen wieder online. Vielleicht labern wir auch einfach nur, so wie heute, war ja auch gechillt. Waren echt geile Stream, Freunde. Wir werden Pain raiden auf Twitch. Geht da mal rüber, Freunde. Spamt da mal Eli Army in den Chat. Wir gehen jetzt offline. Zu Pain rüber, Freunde. Viele kennen ihn. Ein Ehrenmann. 3600 Zuschauer hier gerade. Geht da rüber. Pain geht off. Achso. Wartet. Pain geht jetzt gerade offline. Hört er mich? Sid und Eli. Spiel noch ein Spiel, let's go. Oh, Jungs. Geht er offline oder nicht? Chat. Mbappé ist ja nicht mehr. Ja, warte ab. Sid und Eli. Spiel noch ein Spiel, let's go. Ich kann ja nicht neuen Spieler hören. Dankeschön. Auch ja den Spieler. Und Grüße an euch beide. Von Mbappé ist ja nicht weg. Sidney aber. Das. Ja, warte ab. Ich weiß nicht, ich glaube, jetzt ist die Hälfte schon schlafen gegangen, die Hälfte ist rübergegangen, ich weiß nicht, was abgeht. Wisst ihr was, Freunde? Wir werden niemand gezielt hosten. Geht einfach mal rüber. Verbreitet überall Liebe. Ich weiß nicht, wer alles online ist. Ich habe gelesen, der Casey ist online. Inscope ist online. Viele sind noch online. Natürlich, es sind ja immer noch welche hier. Freunde, ich weiß nicht, wir haben es verkackt. Geht einfach mal überall rüber, schreibt überall Eli am Chat. Weiß ich nicht, wie ihr Bock drauf habt, Freunde. Nee, macht was ihr wollt. Wir haben den Raid verkackt. Er wollte auch gerade offline gehen. Das war's von mir, Freunde. Ich gehe jetzt wirklich offline. Morgen komme ich wieder online. Haut da.